verehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Kolleginnen aus den anderen Landesstiftungen, erlauben Sie mir, dass ich nicht alle persönlich aufführe. Das wäre zu lange, das würde zu lange dauern. Ich freue mich, Sie als Vorstandsvorsitzende der Böll-Stiftung in Hessen heute hier begrüßen zu dürfen. Wir feiern heute Geburtstag, Corona-bedingt 30 plus 1 Jahr ist unsere Stiftung jetzt an. Ich danke jetzt erstmal der Herbie Schmidt Band aus Kiel für ihren fetzigen Auftakt. Das ist ja schon mal gut gelaufen. Wir feiern die Heinrich-Böll-Stiftung. Als parteinahe Stiftung der Grünen fühlen wir uns mit diesen verbunden, denn ohne die Grünen im Parlament gäbe es keine Stiftung und auch keine politische Bildung und weniger, sagen wir mal auch, weniger politische Bildungsarbeit. Wir schätzen aber auch unsere Autonomie und dazu gehört auch über das Parteiprogramm hinweg zu denken und zu handeln. 31 Jahre, wir sind sozusagen im leistungsfähigen Erwachsenenalter. Das lädt ein, zurückzublicken auf die Entstehungsgeschichte der Stiftung. Anfangs haben die Grünen im Bundestag die Gründung einer parteinahen Stiftung abgelehnt. Sie wollten keine Staatsknete. Da wehte noch ein Rest von APO-Stimmung durch den Bundestag. Im Weiteren kam es jedoch zu Stiftungsgründungen in den Ländern, organisiert in Bundstift, zur Frauenanstiftung in Hamburg und zur Heinrich-Böll-Stiftung in Köln, zusammengefasst im Stiftungsverband Regenbogen. Auch in Hessen gab es unterschiedliche Initiativen. Hier war der Realo-Flügel schon immer stark und hat sich 1992 durchgesetzt mit der Gründung der Hessischen Gesellschaft für Demokratie und Ökologie, kurz HDGÖ. Besonders aktiv waren hier und in der weiteren Zukunft Matthias Fechter und Sebastian Popp, die beide da sind und die ich ausdrücklich dann doch begrüße. Denn ohne sie stände ich jetzt auch nicht hier. In diesem Jahr erfolgte auch die Anerkennung, also 1992, der Stiftung durch den Parteirat der Hessischen Grünen. 1996/97 wurde auf Bundesebene die unterschiedlichen grünennahen Stiftungen zusammengeführt zur Heinrich-Böll-Stiftung Bund in Berlin und mit den Landesstiftungen, die ihre Eigenständigkeit bewahrten. Wir haben ein föderales System und teilweise auch ihren Namen. In Hessen hat es bis 2004 gedauert, bis sich der Name Heinrich Böll durchsetzte. Dass Heinrich Böll nun unser Namensgeber ist, empfinden wir als Auftrag und als Verpflichtung. Seine Werke und Gedanken sind wieder so aktuell, man denke nur an das Buch »Die verlorene Ehre« der Katharina Blum, in dem er die Vernichtung einer jungen Frau durch Kampagnenjournalismus beschreibt. Er selbst war diesem öfter ausgesetzt, wie Sie wissen. Die Bild-Zeitung lieferte die Vorlage für den Roman und auch heute erleben wir wieder harten Kampagnenjournalismus, der sich besonders an grünen Gedankengut und den grünen MinisterInnen abarbeitet. Da werden Gefühle, Ressentiments und sogar Hass geschürt. Wohin das führt, hat Böll beschrieben. Das Volk wird immer im falschen Augenblick am falschen Gegenstand zornig. Zitat. Hier muss politische Bildung ansetzen, frei nach seinem Motto, Einmischung ist die einzige Möglichkeit, realistisch zu bleiben. Und hier liegt dringender denn je unser Auftrag. Jetzt, wo eine Partei in den Parlamenten sitzt, die gegen unsere Verfassung agiert, nicht ein sogenanntes gesundes Volksempfindungen, definiert von einzelnen Volksvertretern, ist Maßstab unseres politischen Handelns, sondern das demokratische und rechtliche Zusammenleben basiert auf Gleichheit aller Bürgerinnen. Im Sinne Bölls, Freiheit, von der man keinen Gebrauch macht, wägt dahin. Um das umzusetzen, ist politische Bildung ein zentrales Instrument und spiegelt sich in der Vielfalt unserer Themen wider, von A wie Asylrecht
wie U wie Umwelt. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, schauen Sie auf unsere Webseite und da werden Sie beeindruckt sein, was wir im Laufe der Jahre alles aufgegriffen und noch aufgreifen werden. Hier gilt Bölls Grundsatz: Es gibt nichts, was uns nichts angeht. Dies zu realisieren, gelingt insbesondere durch enge Zusammenarbeit mit unterschiedlichen KooperationspartnerInnen, die ich hier nicht alle einzeln aufführen kann, aber bei denen ich mich sehr bedanken möchte. Denn gemeinsam sind wir stark und hoffentlich auch unbequem, regional, national und international. Wie flexibel wir sind, hat Corona gezeigt. Wir haben sehr schnell unsere Veranstaltung auf online umgestellt, um so auch gerade in diesen Krisenzeiten Menschen ein Forum für Anregungen und Austausch zu bieten. Abschließend möchte ich mich besonders bei den Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle für die Vorbereitung dieser Feier und ihr langjähriges Engagement für die Stiftung bedanken. Bei Ralf Zwengel, Katharina Hein, Claire Trabold, Manuela Weigand, Pia Trosbach und Pia Dreher. Mein Dank geht auch an meine Vorstandskolleginnen für ihr ehrenamtliches Engagement und alle, die bei uns im Laufe der Arbeit der Jahre gearbeitet haben. Das waren schon ganz viele, die wir so durch unsere Büros gezogen sind. Dem Beirat und den Mitgliedern sei gedankt für ihre kompetente und kritische Unterstützung und Begleitung. Leider kann ich jetzt nicht das Mikrofon an Omid Nuripur, Bundesvorsitzenden der Grünen und Mitglied unserer Stiftung, übergeben. Uns erreichte gestern die Nachricht, dass er erkrankt ist. Wir wünschen ihm gute Besserung. Wolfgang Strehmann-Kuhn, Mitglied des Bundestags und Mitglied der Böll-Stiftung, ein ausgewiesener Arbeitsmarkt- und Sozialpolitiker, wird dankenswerterweise das Grußwort übernehmen und an der Podiumsdiskussion teilnehmen. Also, Sie kommen auf Ihre Kosten. Wolfgang, ich danke dir für deine Spontanität und freue mich gleich auf das Grußwort. Noch eine Bemerkung. Wir zeichnen die Veranstaltungsbeiträge auf und wollen sie später ins Netz stellen und bitten Sie deshalb, vermeintbare Nebengeräusche zu unterlassen. Das macht sich gut dann auf der Sache. Und für die RaucherInnen soll ich noch sagen, es stehen draußen zwei so Pylone wie Aschenbecher. Wenn Sie rauchen, bitte tun Sie die Kippen da rein. Uns ist angedroht worden, wenn die woanders rumliegen, müssen wir dafür zahlen. Und wir würden lieber das Geld für anderes ausgeben. Ich wünsche uns einen erkenntnisreichen und rauschenden Abend. Und bitte jetzt, Wolfgang. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich bin gestern gefragt worden, ob ich Omid vertreten kann, was ich sehr, sehr gerne mache, aber ich habe kein fertiges Manuskript, deswegen bitte ich darum, mir irgendwann ein Zeichen zu geben, wenn es zu lang wird. Mir ist gesagt worden, ich habe so zwischen 1 und 2 Stunden für das Grußwort. Nein, es wird ein bisschen kürzer, 15 Minuten sollen es werden. Und wenn ich so nach 10 Minuten vielleicht das erste Signal kriege, dann weiß ich, dass ich langsam zum Ende kommen soll. Ich würde gerne damit anfangen, dass ich vielleicht so den gesellschaftlichen, politischen Rahmen nochmal darstelle, in dem die Arbeit der Heinrich-Böll-Stiftung Hessen gewürdigt wird. Wir sind ja wirklich in bewegten Zeiten, wir sind einem Jahrzehnt der Veränderungen. Es werden häufig diese 3Ds genannt: Digitalisierung, Demografie, Dekarbonisierung. Man kann sich noch weitere Ds überlegen. Demografie ist was, wo wir jetzt gerade anfangen mit den Veränderungen. Das liegt an Leuten wie mir, den geburtenstärksten Jahrgang. Ich bin Jahrgang 1964, das ist der geburtenstärkste Jahrgang. Von uns gibt es ganz viele und irgendwann in den nächsten Jahren gehen wir alle in Rente. Und dann müssen wir natürlich von dem Rest der Gesellschaft versorgt werden und können selber nicht mehr so viel arbeiten. Und das stellt uns arbeitsmarktpolitisch, ökonomisch vor Herausforderungen.
aber natürlich verändert es die Gesellschaft, wenn mehr ältere Menschen leben und die Leute, die dann jetzt in Rente gehen, das ist ja auch eine ganz besondere Generation, deswegen kann man gut sagen, die Gesellschaft wird älter und sie wird aber auch bunter und vielfältiger und dass wir länger leben, ist ja eigentlich auch eine gute Sache bei allen Herausforderungen, also demografische Entwicklung ist durchaus was Positives, aber es muss halt gestaltet werden. Und das Gleiche gilt auch für Digitalisierung, da gibt es auch positive und negative Effekte, viele Chancen, viele Risiken, die politisch gestaltet werden müssen. Es werden viele Arbeitsplätze wegfallen, aber im Idealfall vereinfacht es die Arbeit, vereinfacht den Alltag. Wir haben viele diese komischen Geräte, die nützen, manchmal aber auch schaden, weil sie viel Zeit kosten, aber manchmal auch Zeit sparen. Und dann gibt es halt die Dekarbonisierung, wo es übrigens auch einen starken Zusammenhang zu diesen Geräten gibt. Wenn man so ein Handy hat, dann hat man immer das Gefühl, so viel Strom verbraucht das gar nicht. Aber der eigentliche Stromverbrauch ist ja in diesen berühmten Clouds, die nicht da oben irgendwo sind, sondern in irgendwelchen Rechenzentren und viel CO2 ausstoßen. Also Digitalisierung und Ökologie ist auch eine wichtige Verknüpfung. Und natürlich für die Grünen oder eine grüner Stiftung ein zentrales Thema, wie kriegen wir diesen ökologischen Umbau hin und wie kriegen wir das vor allen Dingen gerecht und sozial hin. Große Herausforderungen, große Veränderungen und man merkt jetzt gerade in den Diskussionen in den letzten Wochen, dass das nicht eine Veränderung ist, die einfach relativ einfach ist und mit uns selber gar nicht so viel zu tun hat, sondern das Gebäudeenergiegesetz hat gezeigt, an einem kleinen Baustein, der aber durchaus relevant ist, nämlich wie wir heizen, was es für jeden persönlich bedeutet für die nächsten 10 oder 20 Jahre, bis zu denen wir klimaneutral werden müssen. Also viele Veränderungen im Bereich Wärme, im Bereich Gebäude insgesamt, Heizen, Dämmung, Mobilität, Ernährung, ganz viele Fragen, Energiegewinnung, die damit zusammen sind. Aber das sind nicht die einzigen Herausforderungen, sind vielleicht die größten, die es gibt, aber wir haben internationale Entwicklungen, die relevant sind. Die Fragen, die ich benannt habe, sind sowieso schon welche, die man nicht nur national behandeln kann, sondern auch international betrachten muss. Die ökologische Frage ist sowieso eine, die man nur global betrachten kann. Aber wir haben die Ungleichheiten auf der Welt, die betrachtet werden müssen und spätestens seit dem Überfall im letzten Jahr Februar von Russland auf die Ukraine stellt sich die Friedensfrage neu, die Sicherheitsarchitektur neu, die globale Machtkonstellation verändert sich sowieso schon seit Jahrzehnten. Wir haben nicht mehr diese zwei Blöcke. Mit China haben wir einen großen neuen Player. Ist die Frage, welche Rolle spielt die Europäische Union in dem Zusammenhang? Aber auch die Länder des globalen Südens. Welche Rolle spielt Afrika in der Zukunft? Südamerika wird eine größere Rolle kriegen. Also viele Fragen, die zu diskutieren sind. Viele Veränderungen, die für manche Menschen schlicht zu viel sind, die mitgenommen werden müssen. Das ist eine wichtige Aufgabe der politischen Bildung, wo die politische Bildung dazu beitragen muss, dass das halt nicht nur von oben, von der Politik irgendwie gestaltet werden, sondern dass die gesamte Gesellschaft an diesen Veränderungen beteiligt werden kann, mitdiskutieren kann, wie soll da was passieren. Eine wichtige Aufgabe der Stiftung. Und dann gibt es halt manche Leute, die sagen, ja, wäre es doch lieber so, wie es vor 50 Jahren gewesen ist, oder manche Leute, die wünschen sich, es wäre so, wie es in den 30er Jahren im letzten Jahrhundert gewesen sind. Und es ist eben schon gesagt worden, im Bundestag haben wir jetzt seit einiger Zeit eine Partei, die genau dafür steht, ne, zurück in die 50er oder zurück in die 30er. Zunehmend sind da Leute dabei, die zurück in die 30er wollen, wenn ich an Bernd Höcke und ähnliche Leute denke, und das Wahlergebnis vom vergangenen Sonntag müsste uns Mahnung genug sein, in Sonneberg, wo ein AfDler, der ein Höcke-naher Mensch ist, auch noch gewählt worden ist zum Landrat. Das ist ein Anfang und wir sagen immer, wir müssen den Anfängen wehren. Eigentlich sind wir schon viel weiter als die Anfänge, deswegen ist das auch nochmal ein wichtiger Punkt, eigentlich mindestens ein viertes D, Demokratie bewahren
oder wir werden gleich von Stefan Lessing nicht die These hören, dass bei Demokratisierung der Demokratie brauchen, eine spannende These, die wir nachher von ihm auch, glaube ich, hören werden. Also Demokratie ist eine ganz wichtige Frage, wie kriegen wir diesen Rechtsruck, den wir beobachten in der Gesellschaft und in der Politik, wie kriegen wir da was entgegengesetzt, und auch das ist nicht nur eine nationale Geschichte, sondern auch eine internationale auf europäischer Ebene, wenn man an die Vereinbarung zur Flüchtlingspolitik zum Beispiel denkt, die gerade in diesen Tagen auch wieder diskutiert werden in Brüssel bei dem Treffen des Europäischen Rates. Also viel zu besprechen, und vor dem Hintergrund ist die Arbeit der Heinrich-Böll-Stiftung enorm wichtig, und es ist eben schon gesagt worden, die Heinrich-Böll-Stiftung Hessen gibt es jetzt seit 2004, also 19 Jahre, ein Grund zu feiern. Nein, der runde Geburtstag liegt halt daran, dass der Name seit 19 Jahren besteht, und vorher gab es die Hessische Gesellschaft für Demokratie und Ökologie, wo man schon sieht, das waren damals schon zwei wichtige Pfeiler in dieser Stiftung, die jetzt das 30-jährige Jubiläum feiert, eigentlich das 30 plus erste, weil letztes Jahr die Feier nicht stattfinden konnte. Ganz wichtiger Punkt, und ich selber bin Mitglied in dieser Stiftung seit einigen Zeiten und darf das mit beobachten, und es ist wirklich großartig, was diese Stiftung alles macht. Ich habe mir das nochmal auf der Homepage rausgesucht, was es alles für Reihen gibt. Also es gibt Böll Analytics, Böll Economics, Böll Kontrovers, Böll International, Böll Ökologie, Böll Kino, eine Reihe zu Flucht und Migration, es gibt Green Campus, es gibt den Grünen Salon, und last but not least gibt es die feministische Presserunde, also wirklich eine Menge tolle Sachen, die diese Stiftung auf die Beine stellt. Und ich beobachte das ja, wie gesagt, seit ein paar Jahren, und das hat sich methodisch auch nochmal verändert. So die ersten Jahre wurden nicht nur Veranstaltungen gemacht, sondern auch eine Reihe von Publikationen. Ich habe mal eine von denen mitgebracht, die bei mir im Bücherregal steht. Die ist aus dem Jahr 2007 und ist Band 21 einer Schriftenreihe der Heinrich-Böll-Stiftung Hessen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Bände es danach noch gab, aber das ist total beeindruckend, wenn man mal in der Geschäftsstelle ist. Ich weiß nicht, wer von Ihnen da schon mal war und hat da in das Regal geguckt. Da quillt über von diesen Büchern und zeigt die Vielfalt der Themen, mit denen sich die Böll-Stiftung beschäftigt hat. Und allein daran sieht man den Output, aber auch den Input, weil jedem von diesen Büchern, da steckt viel Arbeit hinter und häufig auch eine Tagung, wo viel mit vielen Menschen diskutiert worden ist. Das ist ein Buch, das heißt Gesellschaftliche Perspektiven, Arbeit und Gerechtigkeit, auch ein wichtiges Thema auch für die Gegenwart, und Gesellschaftliche Perspektiven, das war in dieser Buchreihe immer der Anfangstitel, Gesellschaftliche Perspektiven, auch das brauchen wir heute nach wie vor, also auch das ist eine tolle Sache, die die Böll-Stiftung damals schon geleistet hat, und seitdem hat sich aber einiges methodisch auch verändert. Ich weiß nicht, wer von Ihnen weiß, was Petscher-Kutscher ist? Okay, das sind sicherlich mehr als in anderen Runden, die ich kenne. Ich habe es kennengelernt durch die Böll-Stiftung in der Reihe Böll Analytics, weil da halt auch viele neue Formate probiert worden sind, die auch viele junge Leute angesprochen sind. Auch das ist für die politische Bildung ja ein recht wichtiger Punkt. Petscher-Kutscher ist ein Format, wo es eine Präsentation gibt, wo 20 Folien in jeweils 20 Sekunden vorgestellt werden müssen. Geht also sehr zack, zack, zack hintereinander, und die Vortragenden sind dann auch gezwungen, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Tolle Geschichte, tolle Idee der Böll-Stiftung, und von diesen tollen Ideen gibt es eine Menge bei den Veranstaltungen. Aber es gibt auch das klassische Format mit Vorträgen, Podiumsdiskussionen etc. Sie kennen das wahrscheinlich von den Reihen, die ich eben geschildert habe. Und dann kam Corona, was auch nochmal viel für die Methoden verändert hat, weil halt die Vor-Ort-Veranstaltungen, die halt Standard waren in der Heinrich-Böll-Stiftung Hessen, halt nicht mehr stattfinden konnten. Und dann ist die Böll-Stiftung halt ins Internet gegangen. Da brauchte es erstmal so kleine Lernprozesse, aber lief dann enorm gut. Dann gab es halt Online-Veranstaltungen.
Veranstaltung, jede Menge. Der YouTube-Kanal ist ausgeweitet worden. Wenn man mal auf archiv.böll-hessen.de guckt, so was vor 2014 oder noch früher passiert ist, da gab es sogenannte Audibles, die man runterladen konnte. Jetzt sind es halt Videos, die man auf YouTube sich anguckt. Da findet man auch diese ganzen Reihen, weil mittlerweile fast alles dann auch auf YouTube aufgezeichnet wird. Auch jetzt in dieser Nach-Corona-Zeit, auch wenn Corona noch nicht vorbei ist, sind viele dann auch auf YouTube dann zu sehen, hybride Veranstaltungen dann, und die Veranstaltungen werden sehr gut angeklickt. Ich selbst war Teil einer Veranstaltung, die da den Rekord hält, die mit fast 6000 Klicks, also das ist das Maximum, aber es sind in der Regel mehrere hundert, die sich diese Veranstaltung im Nachhinein anguckt, also mehr als häufig bei den Vor-Ort-Veranstaltungen dabei gewesen sind. Also vielfältiges, was diese tolle Heinrich-Böll-Stiftung macht, die 30 Jahre gemacht hat, und man darf bei diesem allen ja nicht vergessen, das ist ein sehr kleines Team, was das macht. Die sind ja eben schon genannt worden und herzlich gedankt worden. Das kann man jetzt auch nochmal machen, den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern herzlich danken. Aber das ist ja nur, dass sozusagen die Leute, die Geld dafür kriegen. Drumherum sind ja ganz viele, die sich ehrenamtlich beschäftigen, der Vorstand vor allen Dingen. Und ich will vielleicht nochmal eine Person nennen, die mich in der Zeit begleitet hat, in der ich Mitglied war, die jetzt noch nicht genannt worden ist, die Vorgängerin des jetzigen Geschäftsführers Ralf Zwengel, nämlich Margit Kranich, die hier vorne sitzt, die sich wirklich besondere Verdienste erworben hat in der Zeit, in der sie Geschäftsführerin war, und ohne die Stiftung jetzt nicht da stehen würde, wo sie ist. Ich kriege die ersten Zeichen, dass meine Zeit für das Grußwort um ist, und ich danke nochmal allen für die Arbeit in der Heinrich-Böll-Stiftung Hessen zum 30. und 1. Jubiläum. Vielen Dank. Vielen Dank. So, dann kommen wir jetzt zum dritten Punkt, zum Podium politische Bildung, Vergangenheit, Gegenwart und Perspektiven. Moderieren wird es Türkan Kambicak, ein Vorstandsmitglied der Böll-Stiftung. Und ich bitte die Akteure und Akteurinnen auf die Bühne und übergebe an dich. So, liebe Freunde, liebe Gäste, wir haben die Feierlichkeiten heute zum Anlass genommen, um intensiver uns mal mit der politischen Bildungsarbeit in diesen schwierigen Zeiten, du hast es eben gesagt, lieber Wolfgang, wirklich auch nochmal intensiver zu beschäftigen. Wir wollen einen Rückblick wagen, wir wollen in die Gegenwart schauen und wir wollen aber auch Perspektiven eröffnen. Und hierzu haben wir ein sehr hochkarätiges Publikum. Wir haben uns folgendes Verfahren vorgestellt. Doch. Top-Publikum. Wir haben uns folgendes Verfahren ausgedacht, also nicht das Pecher Kutscher, sondern alle Podiumsteilnehmerinnen hatten eine Hausaufgabe zu erledigen, nämlich sie mussten ein kleines oder längeres, ausführliches oder weniger ausführliches Statement vorbereiten. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob die Hausaufgaben gemacht haben. So, lieber Stefan, wir möchten mit dir anfangen, aber zuvor möchte ich dich ganz gern noch ein bisschen vorstellen. Wahrscheinlich kennen dich viele schon auch. Du hast in Marburg Politikwissenschaften, Soziologie und Neuere Geschichte studiert, in Bremen promoviert und anschließend in Göttingen habilitiert. Du hattest diverse Lehrstühle, ich werde sie jetzt nicht alle nennen, unter anderem in Jena und München. Dann warst du Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Soziologie und seit 2021 bist du Professor für Gesellschaftstheorie und Sozialforschung an der Goethe-Universität. Und, jetzt kommt noch was hinzu, und du bist Direktor des Instituts für Sozialforschung. Ja, und jetzt sind wir total gespannt auf dein Statement. Lieber Stefan, du hast das Wort.
Ja, vielen Dank. 5 Minuten haben wir, ne? Deswegen habe ich auch auf die 20 Folien, 20 Sekunden verzichtet, das sind nämlich 7 Minuten. Das kann ich mir gar nicht leisten. Ich bin für die Vergangenheit zuständig, wie man sieht. Und wahrscheinlich auch eingeladen, weil das Institut für Sozialforschung ebenfalls Geburtstag feiert in diesem Jahr. 100 plus 1 könnte man sagen, weil das Ganze beginnt eigentlich 1922, aber 1923 ist es dann institutionalisiert und zertifiziert worden. Ich hab 3 Punkte, die ich in diesen wenigen Minuten machen möchte, in Bezug auf die Geschichte, aber mit dem Bogen zur Gegenwart der politischen Bildung in der Bundesrepublik Deutschland. Und ich habe, wie gesagt, ein bisschen auch die IFS-Brille auf. Der erste Punkt ist, dass die Sozialwissenschaften, also für die Politikwissenschaften ist das immer ganz explizit auch so formuliert worden, für die Soziologie würde ich das ebenfalls so formulieren, nach 1945, 1949 als Demokratisierungswissenschaften sich verstanden haben und auch jedenfalls teilweise institutionalisiert wurden. Demokratisierungswissenschaft naheliegenderweise in einer Gesellschaft, in der demokratische Haltungen, Mentalitäten, auch Institutionenordnung nicht so tief verwurzelt und fest verankert waren nach 1945 und in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft, wo die empirische Sozialforschung, gerade auch das IFS vor 1945 und nach 1945, also Studien zum autoritären Charakter oder der autoritären Persönlichkeit, aber dann nach 1945, nach 1950, also nach Rückkehr aus dem Exil, die Studien zum Gruppenexperiment oder die Heimkehrerstudien, wo die gezeigt haben, dass postnarzistische Einstellungen, Haltungen, Wertorientierungen nicht nur in Randsegmenten der bundesdeutschen Gesellschaft tief verankert waren, sondern bis in die, heute würde man sagen, Mitte der Gesellschaft reichten. Und da war Demokratisierungswissenschaft gefragt. Und das IFS war in der Tat ein wichtiger Akteur, vor allem in den 50er und 60er Jahren, für eine solche Sozialwissenschaft als Demokratie- und Demokratisierungswissenschaft. Und zwar nicht nur durch empirische Sozialforschung, also um die sozialen Voraussetzungen für Demokratie zu erheben, sondern auch in der Theoretisierung, beispielsweise des neuen Rechtsradikalismus. Da ist ja auch das kleine Bändchen von Adorno vor wenigen Jahren neu herausgegeben, neu aufgelegt worden. Und Adorno beispielsweise war ja auch ein öffentlicher Philosoph und Soziologe, der in seinen Radiobeiträgen viel sozusagen auch für politische Bildung aus einer sozialwissenschaftlichen Position und Perspektive beigetragen hat. In dieser politischen Kultur der postnationalsozialistischen Bundesrepublik gab es, und es ist jetzt ein bisschen einfach hier von oben herab jetzt 2 Fehlentwicklungen der politischen Bildung zu postulieren. Ich mache es aber trotzdem auch, um die Diskussion vielleicht auf dem Podium und mit dem herausragenden Publikum nochmal zu befeuern. Meines Erachtens 2 Fehlentwicklungen der politischen Bildung in der Nachkriegsbundesrepublik. Und die eine ist, dass die Demokratie in der Bundesrepublik, und das hat Auswirkungen auf die politische Bildung meines Erachtens, die Demokratie in der Bundesrepublik konstituiert sich als eine Output-Demokratie. Eine Demokratie, deren Akzeptanz und Legitimität für große Teile der Bevölkerung damit zusammenhängt und davon abhängt, was hinten rauskommt, ob sie liefern kann. Das verändert sich in der Historie, also ob sie Wohlstand generieren kann für die junge Bundesrepublik, ob sie allgemeine Teilhabe an diesem Wohlstand, am wachsenden Wirtschaftsprodukt generieren kann, ob sie Optionsräume zur Verfügung stellen kann, Mobilität, Freiheiten und so weiter und so fort. Also materielle und symbolische Ressourcen produzieren kann, die dann in der Breite der Bevölkerung dann auch ankommen. Und ein Problem der bundesdeutschen Demokratie ist, dass die Akzeptanz und Legitimität, und ich glaube, das hat viel auch mit dem Aufstieg nicht nur der AfD, sondern auch von früheren rechtspopulistischen, rechtsradikalen Parteien und Bewegungen zu tun, dass die Akzeptanz der Demokratie eigentlich immer so eine schönwetterdemokratische war. Wenn geliefert werden konnte, dann sind die Leute bei der Stange, und wenn nicht geliefert werden kann, dann ist der Erste, der in den Blick kommt, die Demokratie. Nicht das Kapital, ja, oder die Unternehmen oder ja, die Vermögensten dieser Gesellschaft, sondern die Demokratie. Und die politische Bildung muss sich mit so einer Output-Demokratie auseinandersetzen. Die politische Bildung ist eigentlich eine Instanz der Input-Demokratie.
sozusagen der Partizipation, der Teilnahme, der Beteiligung am politischen Geschehen über politische Meinungsbildung, Wissensproduktion und so weiter. Ich finde, die politische Bildung steht immer in so einem Spannungsverhältnis zu ihrer Demokratie, mit der sie konfrontiert ist und für die sozusagen Leistungen erbringen können soll. Und das Zweite, und das ist natürlich jetzt besonders schwierig, das einer Organisation der politischen Bildung irgendwie zu sagen, von hier oben herab, meines Erachtens ist aber eine zweite Fehlentwicklung, muss man weiter darüber sprechen, die Ausdifferenzierung eines Segments politischer Bildung, was sozusagen damit betraut wird, genau das zu tun. Und ich würde sagen, auch die Externalisierung auf eine Weise von politischer Bildung auf spezifisch dafür professionalisierte und zuständige Akteurinnen, was im Zweifelsfall heißt, dass sich alle anderen nicht um politische Bildung kümmern müssen. Macht ja die Heinrich-Böll-Stiftung oder wer auch immer, macht ja die Bundeszentrale, Landeszentrale für politische Bildung, ist ja in guten Händen irgendwo da draußen bei einer ausdifferenzierten Instanz. Und das ist meines Erachtens ein Problem, wie für andere Dinge von allgemeingesellschaftlichem Belang, wenn sie an spezialisierte Akteure und Akteurinnen ausgelagert sind und die dann irgendwie damit rum zurechtkommen müssen mit ihrer finanziellen Ausstattung, personellen Ausstattung und so weiter, das sozusagen im Eigengeschäft zu betreiben. Und deswegen Bogen zur Gegenwart. Wahrscheinlich bin ich jetzt in der sechsten Minute, pardon. Aber jetzt kommt auch schon der dritte Punkt in der Bogen zur Gegenwart. Angesichts, und das entwickle ich jetzt nicht, Wolfgang hat ja schon einiges zur gegenwärtigen gesellschaftlichen Konstellation gesagt, angesichts der multiplen und sich sozusagen aufbauenden, wechselseitig verstärkenden Krisen dieser Gesellschaft, die ganz akut sind, die einen strukturell, die anderen jetzt schon akut, würde ich sagen, im Lichte dieser beiden Fehlentwicklungen, was anstünde, wäre einerseits, es wurde schon angesprochen, eine Demokratisierung der Demokratie, das heißt ein Umstellen von Output auf Input-Demokratie und die Stärkung dieser Input-Seite. Schon in den 60er Jahren hat ein bekannter Soziologe Ralf Dahrendorf gesagt, dass diese Gesellschaft eigentlich mit Konflikten nicht angemessen umgehen kann. Das gehört zu dieser Schönwetterdemokratie, dass der Konflikt in dieser Gesellschaft als spaltend gilt. Ja, eine Partei, die innerparteiliche Konflikte hat, kann gleich schon mal einpacken in dieser Gesellschaft, die wird nicht gewählt, und sozusagen den Konflikt re-institutionalisieren und dafür eben politische Bildung auch einzusetzen, den Konflikt zu einem normalen Typus der Gesellschaft in Auseinandersetzung zu machen, das wäre das eine, was sozusagen als Gegenentwicklung meines Erachtens gefragt wäre. Und der zweite Punkt ist eigentlich die Reintegration der politischen Bildung in alle gesellschaftlichen Lebensbereiche. Und das gehört zur Demokratisierung der Demokratie eigentlich dazu. Sie sehen schon, merken schon, ich werde jetzt immer schneller, weil ich in der siebten Minute bin. Die Reintegration der politischen Bildung in die Schule, übrigens auch in die Kindertagesstätten meines Erachtens, in die Schule, in die Hochschule, in den Betrieb, in Arbeit und Leben. Das politische Bildung, damit möchte ich keiner der Instanzen und Institutionen der politischen Bildung ihre Existenzberechtigung absprechen, aber es müsste eigentlich normal sein, dass querschnittlich in allen Institutionen des gesellschaftlichen Lebens politische Bildung an der Tagesordnung ist. Dankeschön. Ja, danke, lieber Stefan. So, jetzt kommen wir zu dir, liebe Paola. Also richtiger eigentlicher Paola Alejandra Wittmeier, weil du hast auch einen Migrationshintergrund, nämlich einen südamerikanischen, soweit ich mich erinnern kann, aus Chile. Paola Wittmeier Alejandra hat eine Zeit lang sogar bei mir in einem Projekt mitgewirkt. Wir hatten ein großes Symposium organisiert mit der Bundeszentrale für politische Bildung und Paola hat das damals koordiniert. Sie hat du hast Erziehungswissenschaften in Frankfurt studiert und war im Fritz-Bauer-Institut tätig und dann auch im Jüdischen Museum. Ich selber arbeite im Jüdischen Museum. Daher kennen wir uns und hat dann eine Stelle in Wiesbaden bei einem Bildungsträger bekommen, und zwar bei Spiegelbild. So, das war ja jetzt eine Steilvorlage, Paola, und du arbeitest direkt in der Praxis. Wie demokratisieren wir denn die politische Bildungsarbeit? Wie setzt ihr das denn um? Kannst du uns da ein paar Einblicke geben? Gerne. Ich habe auch meine Hausaufgaben gemacht und ich habe mal ein paar Notizen mitgebracht, weil normalerweise sitze ich in einer Fortbildung, also in einem Stuhlkreis mit 15 bis 20 Personen, deswegen
werde ich mich ein bisschen an meinen Zettel orientieren und kann dann einigen Punkten anknüpfen. Ich sage zunächst erstmal ein bisschen was zu meiner Tätigkeit oder dem Verständnis von politischer Bildung, den wir als Träger haben, um dann auf deine Frage zu kommen. Genau, ich arbeite für einen kleinen Träger der politischen Bildung in Wiesbaden, der heißt Spiegelbild, politische Bildung aus Wiesbaden. Und unsere Arbeitsfelder sind die diskriminierungskritische Bildung und die Begleitung von Institutionen, Initiativen, Verwaltung und Menschen, die mit Menschen arbeiten. Das zentrale Anliegen ist es, Organisationen in ihrem Prozess zu begleiten, eine diskriminierungskritische Organisationskultur zu entwickeln. Zudem möchten wir Jugendliche und Erwachsene in ihrer Auseinandersetzung mit Ausgrenzung, Diskriminierung, gesellschaftlichen Ungleichheitsideologien begleiten und sie darin bestärken, sich für ein Miteinander in Anerkennung und Vielfalt einzusetzen und Betroffene von Diskriminierung zu unterstützen. Und unser Verständnis oder das, was wir mit unseren Bildungsangeboten machen wollen, ist vor allem die Jugendlichen dabei zu unterstützen, eine eigenständige politische Urteilsfähigkeit zu entwickeln, also sie zum politischen Handeln zu befähigen. Für uns bedeutet das, Jugendliche ihre eigene Verwobenheit in einer durch Diskriminierung durchzogenen Gesellschaft selbstkritisch erfahrbar zu machen. Das heißt, in unseren Seminaren geht es vor allem darum, über Möglichkeiten zu sprechen, die Gesellschaft zum Besseren hin zu verändern, hin zu einer Gesellschaft, in der alle Menschen respektiert, anerkannt und vor allem sicher sind. Jetzt komme ich dazu, wie dieser Anspruch eben in der Praxis umsetzbar ist oder sich oder wir es versuchen umzusetzen. Da komme ich nicht drum herum, auch über die strukturellen Probleme zu sprechen, die auch zum Teil die Bedingungen unserer Praxis stellen. Zum einen ist das Thema der Förderung der politischen Bildung. Meine Stelle beispielsweise hat den Schwerpunkt der antisemitismuskritischen Bildungsarbeit im digitalen Zeitalter und wird wie viele andere Projekte in Hessen durch das Innenministerium finanziert. Diese Projekte haben eine die werden für 2 Jahre gefördert. Das bedeutet für uns, dass wir alle 1,5 Jahre Anträge schreiben müssen, um Stellen bangen müssen und Gehälter nicht anpassen können, weil die Fördersumme eben keine Dynamisierung vorsieht. In der Praxis bedeutet das konkret mit dieser durch diese Förderlogik, dass die Möglichkeit einer langfristigen und vor allem einer nachhaltigen Bildungsarbeit erschwert wird. Jetzt komme ich zu einem anderen Problem oder einer weiteren Herausforderung, und zwar die Instrumentalisierung der politischen Bildung, am Beispiel der Zusammenarbeit beispielsweise mit Schulen. Und zwar ist es so, dass wir im Laufe des Jahres immer wieder punktuell Anfragen kriegen für Workshops, vor allem wenn es Vorfälle gab in Schulen. Das heißt, wenn es rassistische oder antisemitische Vorfälle gab und die Lehrkräfte oder die Schulleitungen eben Handlungsdruck spüren und wir sozusagen in der Funktion der Feuerlöscher das Thema des Vorfalls behandeln sollen und mit den betroffenen SchülerInnen arbeiten sollen. Jetzt gerade kurz vor den Schulferien, können Sie sich vielleicht auch vorstellen, kommen auch noch mal ganz viele Anfragen. Beispielsweise sollen die Schülerinnen, die nach der 9. Klasse die Schule verlassen, noch schnell einen Workshop zum Thema Nationalsozialismus, am besten auch noch zur aktuellen Form von Antisemitismus und Rassismus machen. Abgesehen davon, dass es zum einen erschreckend ist, dass man die Schule in Deutschland besuchen kann oder von der Schule abgehen kann, ohne sich mit dem Nationalsozialismus beschäftigt zu haben, zeigt eben oder herrscht dort eben auch die Vorstellung und die Erwartung eben von dem Träger der politischen Bildung, dass, oder insgesamt von dem Verständnis von politischer Bildung, dass eben ein Workshop zum Thema reichen würde. Das heißt, die Auseinandersetzung mit Ungleichheitsideologien, das haben Sie gerade schon angesprochen, wird sozusagen losgelöst von anderen sozialpädagogischen oder auch gesellschaftlichen Prozessen verstanden und gleichzeitig wird es als ein zusätzliches Thema begriffen, welches nicht eigentlich notwendigerweise in der Schule oder von Schule als Teil von Schule verstanden wird. Das zeigt sich dann natürlich auch bei den Jugendlichen oder spiegelt sich bei den Jugendlichen wieder, die bei uns in den Workshops sitzen und die Teilnahme und Beschäftigung mit diesen Sonderthemen als Strafe ansehen. Wenn sie dann aber von uns die Möglichkeit bekommen, über ihre eigenen Erfahrungen mit Ungleichheitsideologien zu berichten, haben sie viel zu erzählen und haben eigentlich auch ein recht klares Verständnis von Ungerechtigkeit und von Ausgrenzung. Wir haben beispielsweise vorletztes Jahr mit einer Gruppe von SchülerInnen gearbeitet, zum Thema, wir haben eine Projektwoche gemacht zu Verschwörungsmythen, Antisemitismus und Diskriminierung. Und in der Mitte der Projektwoche war es so, dass die Jugendlichen uns eine Rückmeldung gegeben haben und gesagt haben, sie finden es ja ganz cool, was wir hier so mit ihnen machen, aber wieso machen das eigentlich nicht ihre Lehrkräfte? Also wieso besuchen die nicht eigentlich ein Seminar zu Verschwörungsmythen, Rassismus und Antisemitismus?
Und es stellte sich dann eben heraus, oder wie wir dann eben erfuhren, dass es verschiedene Vorfälle gab, also rassistische und antisemitische Vorfälle an der Schule gab, die vor allem von einem Lehrer ausgingen, der beispielsweise einer Schülerin im Unterricht das Hijab runtergerissen hat oder im Physikunterricht erklärte, dass die Pyramiden nicht von Menschen gebaut wurden und dass es höhere Mächte gäbe, die die Welt regieren würden. Genau, wir haben dann in Absprache mit den Schülerinnen, mit der stellvertretenden Schulleitung gesprochen, der die Fälle auch bekannt waren. Und sie berichtete dann, dass es ja ein Gespräch gegeben hat mit den Eltern des betroffenen Mädchens und dass die einzige Konsequenz aber für die Lehrkraft war, wo man darüber sprechen kann, ob das überhaupt eine Konsequenz ist. Genau, die Begründung war eben, dass eine Versetzung sehr langwierig ist und der Lehrer eh bald in den Ruhestand gehen würde. Das hat bei uns, bei meinem Träger, zu einer Umstrukturierung geführt, und zwar, dass wir gesagt haben, dass wir nur noch unter der Bedingung mit Schulen zusammenarbeiten, an denen wir auch mit den Fachkräften Fortbildung führen und regelmäßig in Gesprächen oder in Kontakt mit der Schulleitung sind. Das funktioniert aber in der Praxis leider nicht immer, da es sehr viel Überzeugungsarbeit erstmal bedarf, also dass es eine Sensibilität und eine Anerkennung für das Thema oder für die Problematik bedarf. Und häufig ist es so in Schulen, dass eben engagierte Lehrkräfte, die halt eben sich an uns wenden, diese Fortbildung in ihrer Freizeit auch noch machen müssen. Also sozusagen nicht freigestellt werden, was natürlich auch noch mit einem strukturellen Problem an Schulen zu tun hat, also mit dem auch Lehrkräftemangel dort. Genau, wir denken daher, also dass es wichtig ist, dass FachkräftemultiplikatorInnen in diesem pädagogischen Raum, also in beispielsweise Schule, aber auch im Jugendzentrum oder auch im Kinderzentrum, in der Kita, wie Sie auch gerade eben schon gesagt haben, als politischen Raum begreifen, also als einen Raum, der von diesen gesellschaftlichen Machtverhältnissen eben durchdrungen ist, um auch diese Perspektive abzuwenden, also diesen Blick weg von einem defizitären Blick auf Jugendliche, der sie als Kernproblem der Bildungsarbeit betrachtet. Deswegen, genau, wäre jetzt so mein Statement am Ende meiner 5 Minuten, dass politische Bildung eigentlich immer mit dem Anspruch einhergehen sollte, eine strukturelle Veränderung in der eigenen Institution anzuregen, im Sinne einer diskriminierungskritischen Organisationskultur. Diese Veränderungen brauchen allerdings Zeit und aber auch Bereitschaft aller Beteiligten. Das setzt eben voraus, dass in Schule, aber auch in Gesellschaft, in Politik, in Medien, die Auseinandersetzung mit Ungleichheitsideologien wie Rassismus, Antisemitismus und Antifeminismus beispielsweise ernst genommen werden und sich das auch im Handeln widerspiegelt. Ja, liebe. Liebe Paola, vielen Dank für die detailreiche Darstellung. Ich hoffe, Sie habt einen kleinen Einblick bekommen, wie die Praxis denn nun läuft. Wir haben die Wissenschaft, die tollen Theorien, aber was machen wir in der Praxis? Das ist ja, daran entscheidet sich ja dann auch, wie es weitergeht. Ja, dafür schon mal vielen Dank. So, zu meiner Linken sitzt hier Nicole Deitelhoff. Nicole, du bist Professorin für internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnungen an der Goethe-Universität in Frankfurt. Und außerdem bist du gegenwärtig Co-Sprecherin des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Das ist eine relativ junge Einrichtung, seit 2020. Und da hast du damit angefangen. Das ist ein sehr spannender und ganz wichtiger Bereich, der uns jetzt auch immer wieder weiter beschäftigen wird. Und du forschst zu Konstatation, da muss ich wirklich nachlesen, was das ist, entschuldige bitte, und Krisen von Institutionen und Normen, Grundlagen politischer Herrschaft und ihrer Legitimation, Formen von Opposition und Dissidenz sowie zu Demokratie und Zusammenhalt. Einmal durchatmen. Ja, Nicole, das ist, glaube ich, sehr spannend, aber hört sich erstmal sehr, sehr abstrakt an. Du hast Politikwissenschaften, Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften in Darmstadt studiert und in Buffalo in Amerika. Du hast promoviert 2004 an der TU Darmstadt. Deine Vita ist so lang, es tut mir leid, ich habe es jetzt gekürzt, sei mir nicht böse. Was noch erwähnenswert ist, sie ist Trägerin zahlreicher Auszeichnungen.
Ja, also das wollte ich jetzt nicht unterschlagen. Ja, Paola hat uns ja jetzt so ganz wirklich intensive Einblicke in die Praxis gegeben. Und sie hat bezeichnet, auch dargestellt, wie Ungleichheitsvorstellungen den Alltag bestimmen, Rassismus, Antisemitismus und Antifeminismus. Ich möchte das noch um Klassismus gerne ergänzen. Und wie können wir denn in dieser Krisenprävention, wie können wir da pädagogisch arbeiten oder in der politischen Bildung, um es gar nicht zu Konflikten, also zu gewalttätigen Konflikten kommen zu lassen. Ja, das ist jetzt so dein Part. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Ich habe meine Hausaufgaben umgeschrieben, weil ich habe gesehen, was die anderen gemacht haben und habe dann gedacht, ich könnte auch was tun, was direkt zum Panel passt. Darum habe ich das dann nochmal ein bisschen verändert. Und ich sage vielleicht noch, weil so viele Mitglieder meines Instituts hier sind, du hast ja vor allen Dingen meine Nebentätigkeiten aufgezählt. Hauptamtlich bin ich natürlich Leiterin eines Leibniz-Instituts hier in Frankfurt, der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Danke. Aber ganz kurz, ich glaube, ich kann ganz prima an meine beiden Vorredner und Vorrednerinnen anknüpfen, weil das Thema ist, das ich hier auch gerne einbringen würde, nämlich Konflikt und Demokratie und vor allen Dingen, wie können wir eigentlich Konflikt in der Demokratie durch die politische Bildung wieder hoffähig machen. Denn ich glaube, eines der ganz grundlegenden Probleme, das wir gegenwärtig vor uns haben, ist, dass wir Konflikte eher negativ betrachten. Nicht? Also Stefan, du hast es schon gesagt, es ist eher etwas Spaltendes, etwas, das wir am besten vermeiden, das wir gar nicht erst zulassen sollten. Und das findet sich auch in der politischen Bildung. Also auch da geht es darum, wie kann man eigentlich Situationen von Anfang an so entschärfen, dass es nicht zum Konflikt kommt. Was dadurch aber passiert ist, dass wir immer mehr zu übersehen drohen, dass Konflikte eben auch etwas Produktives haben. Also erst wenn wir uns miteinander auseinandersetzen, entdecken wir überhaupt, was es noch für Alternativen zu unserem gegenwärtigen Handeln gibt oder zu den gegenwärtigen Regeln, denen wir uns verpflichtet fühlen, wie wir es nochmal anders machen könnten. Erst wenn wir uns miteinander streiten, lernen wir uns auch so ein bisschen kennen. Natürlich nicht unbedingt im positiven Sinne, aber wir lernen eben auch erst, was den anderen eigentlich auszeichnet. Also über das, was uns trennt, erkennen wir häufig auch erst das Einende. Und deswegen ist es so wichtig für uns, diese Konflikte auch tatsächlich zu leben, in sie reinzugehen und sie auszuhalten. Nicht alle Konflikte sind gleichermaßen angenehm. Und wir müssen eigentlich immer erst lernen, wie man eigentlich in so einen Konflikt reingeht, wie man ihn aushält oder eben wie man gut streitet. Und ich glaube, das wäre für mich ein ganz großes Desiderat für die politische Bildung. Also wir haben schon über viele Probleme gehört und Herausforderungen. Für mich ist es diese hier. Ich finde, dass die politische Bildung in vielen Bereichen viel zu theoriegeladen ist, dass sie viel zu sehr auf Wissensvermittlung setzt und dabei die Praxiskomponente aus den Augen verloren hat. Also tatsächlich Kompetenzen zu schulen. Und ich glaube, da würde ich mir etwas wünschen. Natürlich muss man wissen, wofür ist Konflikt eigentlich gut? Was gibt es für Konflikte? Was sind die unterschiedlichen Rechte und Pflichten? Aber was man vor allen Dingen wissen muss, ist, wie streitet man denn eigentlich? Wie kann man eigentlich sich behaupten in einem Streit, in einer Auseinandersetzung? Wie kann man Argumente vorbringen? Wie kann man es auch nicht so an sich ranlassen? Es gehört ja auch dazu. Wir neigen ja in Konflikten, auch selbst wenn wir denken, wir sind total selbstbewusst, wir neigen ja doch dazu, wenn wir erstmal kritisiert werden, zurückzuweichen und es eben persönlich zu nehmen. Wie können wir eigentlich mit dieser Kränkung, die eigentlich immer stattfindet, umgehen? Wie können wir sie wenden zum Positiven? Das sind Dinge, die ich mir viel mehr in der politischen Bildung wünschen würde, die wir übrigens in den 80er Jahren noch hatten in der politischen Bildung und dann haben wir das allmählich zu Grabe getragen. Ich glaube, hier müssen wir wieder ran und weil die anderen zu lange geredet haben, würde ich es dabei schon belassen und freue mich auf die Diskussion. Ja, vielen Dank, liebe Nicole. Das ist ein spannender Aspekt. Ich habe gerade überlegt, wann haben wir in der Schule, wann haben wir diskutieren oder streiten gelernt? Das ist ganz wichtig. Spätestens in Beziehungen wird es dann richtig brenzlig, wenn man da irgendwie nicht damit adäquat umgehen kann. Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft. So, lieber Wolfgang, du schaust mich jetzt schon ganz erwartungsvoll an. Sie wissen alle, dass jetzt Omid hätte hier sein sollen. Aber ich bin sehr froh, dich hier zu haben heute.
Und du wirst jetzt uns auch nochmal mit deinen Gedanken hier das bereichern. Wolfgang, du hast ja schon einiges gesagt, aber bevor wir da zu deinem Statement übergehen, möchte ich dich ganz gerne vorstellen, nochmal intensiver. Also, Wolfgang Strengmann-Kuhn ist in Moers am Rande des Ruhrgebiets geboren und hat sich als Kind schon für die Probleme der Ökologie interessiert. Du hast in Bielefeld Volkswirtschaftslehre studiert und in Frankfurt promoviert und habilitiert. Du hast aber jetzt gegenwärtig keinen Lehrstuhl inne, deswegen durften wir den Professor dann auch nicht nennen. Das hattest du nochmal angemerkt. Bemerkenswert ist, dein Arbeitsschwerpunkt war die empirische Armutsforschung. Das finde ich ganz wichtig, weil das immer so ein Thema ist, was wird gern so ein bisschen vergessen oder weggelassen. Darüber hinaus hast du dich mit Reformen der sozialen Sicherung, Arbeitsmarktpolitik, Genderökonomie beschäftigt. Nach 2007 hattest du eine Professur in Frankfurt vertreten, bist du dann erstmals 2008 in den Bundestag eingezogen. Und seit September 2021 bist du jetzt für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zum Obmann im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Ebenso bist du Stellvertreter im Finanzausschuss, unter anderem für die Kindergrundsicherung zuständig. Aber das Allerwichtigste, was mich sehr freut, ist, dass du Mitglied der Heinrich-Böll-Stiftung Hessen bist. So, lieber Wolfgang, jetzt wollen wir dein Statement hören. Genau, ich hatte den Vorteil, dass ich mir meine Hausaufgabe selber aussuchen konnte und habe mir die Frage gestellt, wenn ich das richtig in Erinnerung kann, oder dir gesagt, du sollst mir die Frage stellen, was das denn für Abgeordnete und die Parteien bedeutet, die politische Bildung. Und ich habe mir zwei Punkte in der Antwort überlegt, deswegen hoffe ich auch, dass ich weniger als 5 Minuten brauche. Ich starte mal die Zeit, dass ich ab und zu mal drauf gucken kann. Und die zwei Punkte passen, glaube ich, ganz gut in Ergänzung zu dem, was schon gesagt worden ist. Ist aber nochmal der Blick aus dem System Politik heraus. Und bei Systempolitik bin ich genau bei dem ersten Punkt. Es gibt so unterschiedliche Systeme. Es gibt das System Politik, das System Wissenschaft, in dem ich früher mal war, wo ich immer gerne mal hin und her wechsle. Dann gibt es viele andere Systeme und das ist zunehmend so ein bisschen abgekapselt. Und das ist so eine allgemeine Beobachtung, die ich mache auch als Politiker. Es gibt vielfältige, so richtig abgekapselte Gruppen, wenn man über Leute, die sich mit Internet auskennen, die reden dann bei den sozialen Medien über Echokammern und Filterblasen, aber die gibt es eben nicht nur im Internet und in den sozialen Medien, sondern halt auch in der analogen Wirklichkeit. Da gibt es halt auch diese Echokammern und Filterblasen und das ist eine wichtige Aufgabe von politischer Bildung, diese Mauern zwischen diesen Echokammern halt ein Stück weit zu durchlöchern und Leute aus den unterschiedlichen Systemen zusammenzubringen. Also aus der Wissenschaft, aus der Politik, aus der Zivilgesellschaft, aus der einfachen Bevölkerung, ne, aus dem herausragenden Publikum, die mitdiskutieren zu lassen. Also diese Aufkapselung in unterschiedlichen Gruppierungen ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe für die politische Bildung, was auch immer ein wichtiger Punkt ist bei der Heinrich-Böll-Stiftung Hessen. Der zweite Punkt, der ganz wichtig ist, aus dem System Bundestag heraus, gerade bei diesen ganzen Krisen, aber auch sonst, sind wir halt immer mit der Alltagspolitik beschäftigt. Ne? Also es gibt dann einen Krieg und dann gibt es Inflation und dann müssen wir schnell drauf reagieren und sind in diesem Hamsterrad drin und verlieren manchmal diese langen Linien, die wir eigentlich mitkommunizieren müssen. Also wir als Grüne probieren natürlich immer auch die langen Linien mitzudenken. Das gehört zu einer ökologischen Politik immer mit dazu, ist aber in diesen ganzen Prozessen, wenn es um Gesetzgebungsverfahren etc. geht, nicht immer ganz so einfach. Dann wird halt über das Verbrenner aus separat diskutiert, von Heizungen und das Gemeinsame weniger betont. Und das ist auch eine Aufgabe von politischer Bildung, gerade von einer parteinahen Stiftung, auch diese langen Linien immer wieder zu diskutieren und auch Grundsatzfragen zu stellen. Also in dieser Reihe Böll Economics
da, in der ich mitbeteiligt bin, sie zu organisieren, was für mich auch immer ganz gut ist. Du hast ja meine Schwerpunkte im Bundestag genannt. Das ist jetzt nicht Ökonomie, obwohl, wenn ich das mal gelernt habe, ne, und mache aber diese Reihe Böll Economics, um gerade auch interdisziplinär da mal auszusteigen und mich mit anderen Dingen nochmal zu beschäftigen. Aber da machen wir so ganz grundlegende Fragen und hatten mal in einem Jahr, haben wir Alternativen zum Kapitalismus diskutiert. Das ist jetzt im Bundestag nicht so häufig, dass das stattfindet, aber in der Böll-Stiftung kann man das super machen und wir hatten prima Veranstaltungen zu dem Thema und das ist unglaublich wichtig für die Politik, dass halt immer nicht nur dieses Klein-Klein und irgendwie kurzfristig gedacht, sondern dass eben auch die langen Linien gedacht werden und auch über den Tellerrand hinaus geguckt wird, die Grundsatzfragen auch gestellt werden und es ist ja explizit auch eine, nicht eine Politik, eine Parteistiftung, sondern eine parteinahe Stiftung. Das muss dann auch nicht unbedingt immer grüne Politik sein, die da betrachtet wird, sondern kann und soll auch darüber hinausgehen. Auch eine wichtige Aufgabe für die politische Bildung, also diese langen Linien und diese Gruppierungen, die es gibt, so ein bisschen aufzuknacken. Ja, danke. Du hast mir eigentlich... jetzt das Stichwort so für die erste Frage geliefert. Ich habe was anderes aufgeschrieben, ich ändere es jetzt aber mal ab, weil also es sind jetzt so ganz wichtige Punkte hier aufgetaucht. Demokratie, demokratisieren habe ich jetzt gehört, Neudenken, Streiten, Böll-Stiftung. Also jetzt müssen wir nochmal überlegen, Demokratie ist ja nichts Selbstverständliches. Wir wissen das auch. Wie können wir denn durch die politische Bildung diesen Kampf um Demokratie stärken? Was müssen wir dafür machen? Ihr habt ja alle so schon so Ansätze geliefert. Wer möchte anfangen? Wir müssen das nicht 1, 2, 3, 4 machen. Ihr könnt jetzt irgendwie... Wir können ja 4, 3, 2, 1 machen. Okay, dann fang an, Stefan. Komm. Ach, ich war doch eins. Also ich würde sagen, erstmal müsste man sich darüber verständigen, was man denn für Demokratie hält. Das ist ja einer der ersten gesellschaftlichen Konflikte, wenn es darum geht, nämlich was ist eigentlich Demokratie? Und ich würde mal sagen, ich habe ja einerseits von Output-Input-Demokratie gesprochen und andererseits haben wir, glaube ich, ein sehr formales Verständnis von Demokratie, was auch von der politischen Bildung häufig, das soll jetzt gar kein Sack sein, auf dem man aufschlägt, aber glaube ich, häufig reproduziert wird. Was ist Demokratie? Die politische Institutionenordnung. Ja, das ist, keine Ahnung, Bundestag und Bundesrat und dann muss man wissen, wie viel Bundesratsmitglieder aus Nordrhein-Westfalen kommen und wann das weniger werden oder mehr, je nach Bevölkerungswachstum. Und ich hab jahrelang Lehrer... Staatsexamensprüfungen gemacht, wo Politikwissenschaftler genau das bis zum Erbrechen geprüft haben. Da saßen die armen Kandidatinnen da, wie viele Bundesratsmitglieder entsendet denn Thüringen? Und dann, da denken Sie doch mal nach. So lief dann die Prüfung ab. Ja, aber und nicht irgendwas, was diskursiv ist darüber, was macht denn Demokratie vielleicht formal, aber vor allem auch material aus. Und für mich ist ganz zentral ein materiales Verständnis von Demokratie. Und das heißt keine Abwertung der formalen Institutionenordnung, ja, und von Checks und Balances und allgemeinen gleichen freien Wahlen, selbstverständlich nicht. Aber für mich, und darüber müsste man sich eben verständigen, ob das irgendwie mehrheitsfähig ist oder geteilt wird oder woran es da Kritik geben könnte, aber für mich ist Demokratie was Materiales. Nämlich das ist, dass jede Bürgerin dieser Gesellschaft teilhat an der kollektiven Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse, nämlich der Verhältnisse, in die er oder sie gestellt ist. Ja, ich bin in gesellschaftliche Verhältnisse gestellt, die mein Leben massiv prägen. Ja, da ist der Handlungsspielraum bei mir relativ groß, aber immer noch extrem klein. Bei vielen anderen ressourcenärmeren Menschen ist auch viel kleiner. Und Demokratie müsste heißen, ja, die Steigerung der Möglichkeit, je individuell an der kollektiven Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse teilzuhaben. Und zwar nicht nur durch das Brieflein, was man in die Wahlurne schmeißt. Auch das ist nicht gering zu schätzen. Ich würde mir wünschen, dass viel mehr Menschen in dieser Gesellschaft das Recht hätten, ihr Brieflein in die Wahlurne zu werfen, nämlich viele Nicht-StaatsbürgerInnen, ca. 11 Millionen im wahlberechtigten Alter, die das nicht können in dieser Republik. Aber das geht natürlich darüber hinaus. Und für mich würde heißen, Demokratie an dem Ort, an dem man sich befindet und der Kreuzung, soziologisch würde man sagen, der Kreuzung sozialer Kreise, in denen man sich aufhält, also im Betrieb, im Verein, ja, in der Schule, in der Universität, je nachdem, wo man sich aufhält, da mitwirken zu können an der Gestaltung dieser lokalen Verhältnisse. Und da ist die Demokratie in diesem Land
sehr, sehr unvollständig, sehr defizitär. Mhm. Und über dieses Verständnis, ja, was spricht für so ein materiales Verständnis? Wer hat eigentlich ein Interesse an einem bloß, sage ich jetzt mal, formalen Verständnis von Demokratie, wo es ausreicht, ja, wenn die Bevölkerung wählen geht und wo dann der Skandal ist, wenn es nur noch unter 50% sind bei Oberbürgermeisterwahlen. Ja? Aber wie bringt man eigentlich dieses materiale Verständnis zur Geltung und darüber zu streiten zum Beispiel, was es dann konkret heißt, teilzuhaben an der kollektiven Gestaltung und gesellschaftlichen Verhältnisse, das wäre meines Erachtens aller Ehren wert. Und dann muss man nicht unbedingt wissen, ja, wie viele Abgeordnete gerade der Bundestag hat. Übrigens immer noch viel zu viele. Ja, das kann ich auch. Ja, ich glaube, genau. Wolfgang, aber du musst natürlich drin sein. Ja. Also direkt im Dezember haben wir einen Streitclub, soziale Gerechtigkeit. Da werden wir genau dieses materielle Verständnis in den Vordergrund stellen. Von daher, herzliche Einladung, kommt. Ich finde den Punkt ganz, ganz wichtig und sehe es ganz ähnlich. Wir haben ja auch im Netzwerk Paulskirche, versuchen wir genau das auch immer zu transportieren. Demokratie als Lebensform eben mehr als das formale Institutionengerüst, eben auch etwas, was man in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens eigentlich haben sollte und natürlich auch stärken müsste. Mir wäre wichtig für die politische Bildung, wir brauchen natürlich tatsächlich beides. Und was, das haben wir in gewisser Weise nicht mehr, beziehungsweise wir haben es total entkoppelt. Wir machen auf der einen Seite sozusagen das abstrakte, formale Institutionenwissen und vermitteln das oder die Geschichte der Demokratie noch gleich mit. Und auf der anderen Seite machen wir extrem praktische Einheiten. Aber die Verschränkung ist oftmals nicht mehr gegeben. Aber darum müsste es eigentlich gehen. Also sozusagen auf der einen Seite, natürlich wollen wir Wissen vermitteln, das ist ja auch wichtig. Und wenn wir sehen, was für Lücken, ich sag mal Antisemitismus und ähnliches, wenn wir sehen, was für Lücken da in vielen Teilen der Gesellschaft vorherrschen, muss da auch was passieren. Aber wir müssen es eben stärker verschränken mit praktischen Kompetenzen, die Menschen dabei auch erwerben können, die sie auch anwenden können, um auch tatsächlich, ich sage es jetzt mal so, ein sensorisches, also ein sinnliches Erleben dieser Dinge tatsächlich zu haben. Mhm. Paola, wollt ihr direkt darauf? Ja. Ich kann auch danach. Okay, danke. Ich würde mich meinen Vorrednerin auch anschließen und ich überlege gerade, wenn ich jetzt mit die Jugendlichen fragen würde, wo sehen Sie die Demokratie gefährdet, dann würden Sie wahrscheinlich auch erstmal die Frage stellen oder aus der Erfahrung jetzt ja, meiner Arbeit, würde, glaube ich, einen Schritt zurückgehen und erstmal fragen, wie erleben Sie denn Demokratie? Weil wenn wir überlegen, Jugendliche verbringen die meiste Zeit ihres Jugendlebens sozusagen in Schule, eins der, würde ich sagen, undemokratischsten Orte. Beispielsweise denke ich daran, wenn Sie zu uns in die Workshops kommen, fragen wir Sie, was habt ihr denn erfahren, was wir heute mit euch machen oder was das Thema ist? Sagen Sie gar nichts. Ihnen wurde nichts gesagt. Oder es geht um Rassismus, weil es irgendeinen rassistischen Vorfall ging. Also da geht es ja schon um Mitbestimmung und Teilhabe in diesem kleinen, also in ihrer Lebenswelt, in ihrem Lebensraum. Oder wenn es darum geht, eben, ich musste wieder an diese 9. Klasse denken mit den Schülerinnen, dass die erzählt haben, sie müssen, also weil sie nach der 9. Klasse abgehen, geht es entweder darum, ob sie eine Ausbildung machen oder eine weitere Schule gehen, um Fachabitur beispielsweise zu machen. Und eine Schülerin berichtete dann, dass die Sozialarbeiterin, die meines Erachtens nach eigentlich eine andere Tätigkeit hätte, darauf drängt, dass sie ein Formular ausfüllen, dass sie in die Ausbildung gehen und gar nicht auf die Interessen der Jugendlichen schaut oder irgendwie sich die Zeit nimmt zu fragen, was möchtest du denn? Und sie zum Beispiel ganz klar hatte, sie will Flugbegleiterin werden, sie braucht dafür Fachabitur, sie hat ihr Notendurchschnitt dafür verbessert im letzten halben Jahr und es werden ihr aber Informationen vorenthalten. Und oder ich denke auch gerade da, wir haben eine Thesendiskussion ist die Thesendiskussion bei uns, da geht es eben darum zu streiten oder zu lernen, wie kann ich argumentieren, wie kann ich meine Position vertreten. Und da ist dann auch ein häufiges Thema, also wenn es dann um Teilhabe und Demokratie oder auch in was für einer Gesellschaft wir leben, die Frage, wie viel kann ich da drin bewirken, auch ganz klar, dass sie merken, welche, also ganz klar die Grenzen spüren der Demokratie, also am eigenen Leib. Ne? Und da denke ich auch eben gerade auch an Mädchen, das meinte, sie würde eigentlich gerne Lehrerin werden, sie trägt aber ein Kopftuch. Ja, da ist es halt unklar für sie, wie wird es denn in Hessen weiter verhandelt? Also kann sie irgendwann unterrichten oder was ist das jetzt im Referendariat? Genau, also da wird ihnen, glaube ich, ganz bewusst die Grenzen aufgezeigt von Demokratie. Und da fällt mir auch noch, oder ich denke auch gerade, also man,
wenn Jugendliche kriegen ja auch alles mit, was diskutiert wird, was medial, also irgendwie, was die Diskurse sind, was die Themen sind. Und ich habe den Eindruck, sie sind eben auch sehr frustriert, weil sie mitkriegen, was passiert, wenn sie sich wehren oder wenn sie ihre Meinung kundtun. Also wenn wir uns gerade Fridays for Futures anschauen, also wie ernst oder wie wenig ernst sie genommen werden. Und genau, das waren die Punkte, die ich mal gerade, die mir dazu eingefallen sind. Ja. Ja, danke. Also wie nehmen Jugendliche die Demokratie wahr und streiten als Ressource? Da will ich unbedingt nochmal drauf zurück. Aber Wolfgang, du möchtest das dazu sagen. Es ist so viel gesagt worden, dass Kontroversen so wichtig sind und Streit. Und jetzt sind wir uns fast alle einig und ich stimme da auch mit ein. Versuche das aber nochmal ein bisschen weiter zu denken, was gesagt worden ist. Und nimm das nochmal, diesen inklusiven Gedanken auf, dass es eigentlich bei Demokratie um politische Teilhabe von allen gehen muss, von allen Menschen, die hier leben, ne, und an allen Stellen, wo sie gerade leben, dann auch an den Prozessen teilhaben müssen. Und dafür muss man überlegen, was ist dafür notwendig. Ne? Dazu müssen sie die Fähigkeiten haben, Kenntnisse, da ist man sozusagen bei klassischer Bildungsarbeit, die wichtig ist. Sie müssen die Sprache können oder man muss das so gestalten, dass auch Leute, die Sprache nicht so gut können, daran teilhaben können. Staatsbürgerschaftsrecht ist enorm wichtig. Also wenn man sich das anguckt bei politischen Bildungsveranstaltungen, ne, wie viele Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit dabei sind, in denen es relativ viele gibt in Deutschland oder wo die Eltern keine deutsche Staatsangehörigkeit hatten. Also da muss man, glaube ich, auch in der politischen Bildung sehr stark darauf achten, die Methoden vielleicht darauf ausrichten, die Orte darauf ausrichten, wo man das macht, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Und last but not least ist auch Sozialpolitik an der Stelle nicht wichtig. Die Leute, die irgendwie ganz viel und lange hart arbeiten müssen, die haben den Kopf nicht frei, um dann am Ende dann auch sich politisch betätigen zu können. Also sowas wie Arbeitszeitverkürzung, bessere soziale Absicherung sind da auch nochmal ganz wichtige Punkte. Aber wie gesagt, vor allen Dingen müssen die Strukturen so gestaltet sein, dass da tatsächlich alle sich an der Demokratie beteiligen können. Im Übrigen haben wir gerade ein Wahlrecht beschlossen, in dem der nächste Bundestag weniger Bundestagsabgeordnete hat. Das wäre jetzt ein Punkt gewesen, wo eine allgemeine breite Debatte in der Bevölkerung schwierig gewesen wäre, weil das Wahlrecht ist so komplex, dass das besser dann auch im Bundestag beredet worden wäre. Aber das Ziel weniger Abgeordnete ist sicherlich was wichtig ist. Wo es Debatten drum braucht, ist das, was ich vorhin in meinem Eingangsstatement gesagt habe, diese ganzen Transformationsprozesse, die es im Moment gibt, dass man da die Leute mitnimmt und jetzt nicht von oben vorgeht, so, da geht es jetzt lang, sondern dass alle auch mitentscheiden können und mit dabei beteiligt sind, wo es denn jetzt lang geht in den nächsten Jahren. Ja, also wir haben ja, ich glaube, eines der größten Herausforderungen global ist ja natürlich auch die von Menschen gemachte Klimakrise und deren Folgen. Wir können politische Bildungsarbeit, also konnten wir eigentlich noch nie, aber jetzt offensichtlich überhaupt nicht mehr ohne die ökologische Komponente denken. Und diese Klimafolgen, die werden ja auch zu größeren Ungleichheiten führen. Ich erinnere nur an Wasserknappheit, die es ja schon in ganz vielen Regionen der Welt gibt und den Kampf um Wasser und was ja wirklich damit auch ein Überleben ist. Wie können wir denn diese Transformation, wie kann die gelingen? Was braucht es dafür? Also ich meine, da ist eine massive Ungleichheit, die jetzt schon sehr spürbar ist. Menschen sind auf der Flucht aufgrund klimatischer Bedingungen, aber auch aufgrund von Konflikten, die sich dann daran entzündet haben. Wie schaffen wir das? Wie schaffen wir diesen Transformationsprozess? Gemeinsam. Gemeinsam wie? Wolfgang, hast du eine Idee? Ja, ich habe es ja eben schon angedeutet, ja. Also gemeinsam als demokratischer Prozess gestaltet. Eben nicht von oben herab, sondern gucken, dass wir da möglichst alle dran beteiligen in allen Facetten. Ne? Das ist eine Riesenherausforderung, ne, für die Politik, für die politische Bildung. Aber ich glaube, wenn wir das nicht hinkriegen, dann haben wir halt Probleme. Also wenn man sich die Umfrageergebnisse der AfD
anguckt, da ist sicherlich ein großer Teil dabei, die einfach eine rechtsradikale Gesinnung haben, die ausländerfeindlich sind, aber da sind auch viele dabei, denen das an Veränderungen zu schnell geht, die nicht genau wissen, was da passiert, die halt dieses Träumen von der Vergangenheit, wie es aber eigentlich noch nie war, ne, und da sozusagen denen die Möglichkeit geben, auch mitzugestalten, würde da sicherlich helfen. Das Wie, da müssen wir auch gemeinsam nochmal drüber nachdenken, jeder an seinem Ort und jeder an seinem Platz. Ja. Nicole? Mir wäre ein Punkt vielleicht nochmal ganz wichtig, die politische Bildung kann ja nicht alles schaffen. Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, sich auch vor Augen zu führen, sie wird auch die politische Ungleichheit nicht auflösen können. Und ich glaube, es gibt einfach zwei Dinge, über die wir sprechen. Das eine sind die großen Transformationsnöte, kann man ja vielleicht sagen, vor denen wir stehen, die wir meistern müssen. Und das andere ist dann die Frage, welche Rolle kann politische Bildung dabei spielen? Und da scheint mir, dass es eben in zwei Bereichen gehen kann. Das eine ist, dass wir natürlich, sie kann die Prozesse rationalisieren, indem sie sozusagen Wissensgrundlagen schafft und vermittelt. Lange denkt, haben wir ja vorhin gehört, nicht? Die langen Linien vorausdenkt, also auch einer kurzatmigen Politik, die sich aufs Tagesgeschäft konzentrieren muss, immer wieder Hinweise mitgibt. Und das andere ist, sie kann Kompetenzen für die Auseinandersetzung, die wir führen müssen, tatsächlich vermitteln, sodass man sich eben da auch hineinbegeben kann. Aber sie kann sozusagen die Transformation nicht für sich bewältigen. Also, ja. Dazu? Ja, ich fürchte, da ist das Kind eh in den Brunnen gefallen schon. Ne? Also seit circa 50 Jahren sagen wir, es ist 5:12, es ist wahrscheinlich 11:45, was aber nicht heißt, dass es nicht politische Bildung für nachhaltige Entwicklung braucht und nicht auch so eine Kombination von Wissensvermittlung und Handlungsorientierung braucht. Aber da ist natürlich das System extrem träge. 1972 wird Grenzen des Wachstums veröffentlicht und jetzt ist 50 Jahre vorüber. Was man am liebsten mitgenommen hat aus Grenzen des Wachstums ist, dass es Überbevölkerung gibt, ja, und dass es zu viele Afrikaner gibt, die übrigens einen ökologischen Fußabdruck haben, der den Europäern aus dem 18. Jahrhundert entspricht ungefähr. Aber dass man in der Zeit jetzt nicht nur die politische Bildung angepasst hätte, sondern auch den Schulunterricht beispielsweise, ja, den Chemie- und Physikunterricht, ja, da wurde noch Jahrzehnte wurde unter Bunsenbrennern Zucker in Karamell verwandelt, alle, oh, ja, da hätte vielleicht mal über den menschengemachten Klimawandel und im Sozialkundeunterricht, ja, über sozusagen die Konflikte, die daraus entstehen können und dann vielleicht auch über Konfliktregulierung, Lösung oder Verarbeitung und vielleicht noch über die demokratische Verfasstheit, die man dafür braucht, hätte da entsprechend Wissen und Handlungsorientierung vermittelt werden müssen. Wenn das nicht getan wurde, das kann man jetzt nicht retrospektiv ändern, aber es müsste jetzt halt getan werden. Ja? Also es müsste jetzt, übrigens müssten auch die Zusammenhänge dann deutlich werden in der politischen Bildung zwischen Klimawandel, zwischen Migration, Migrationsregime, zwischen den Arten und Weisen darauf zu reagieren. Ich glaube, man kann schon auch hier an der Stelle sagen, dass, wir haben schon über die AfD gesprochen, ja, dass es natürlich auch einen Zusammenhang zwischen Klimawandel, Migration und dem EU-Asylkompromiss gibt, ja, der von der grünen Fraktion in der Bundesregierung mitgetragen wird, ja, und bei dem die AfD-Korken geknallt haben. Natürlich sagen die immer noch, oh, geht uns noch nicht weit genug, aber das ist natürlich die Art und Weise, wie gegenwärtig solche Krisen reguliert werden, nämlich durch Abschottung und nach außen und Homogenisierung nach innen. Und diese komplexen Zusammenhänge runterzubrechen, auch auf lokale Verhältnisse, das ist Aufgabe der politischen Bildung, aber wie eingangs schon gesagt, glaube ich, aller Instanzen, die sich nicht als politische Bildner und Bildnerinnen verstehen, die es aber de facto sind. Vielleicht nur noch einen ergänzenden Punkt. Ich glaube, auch politische Bildung zu priorisieren, also es ist ja auch eine Frage der, welchem Wert wird was beigemessen auch. Also ich denke gerade an Jugendliche wieder, die in einem Workshop dann auch davon berichtet haben, wie kann es sein, dass zum Beispiel 100 Milliarden für die Bundeswehr so schnell freigegeben werden, während sie in der Corona-Pandemie irgendwie am Handy im Online-Unterricht teilnehmen mussten. Also ich glaube, da ist ganz klar, wie priorisiert wird und ich glaube, das ist auch ein Problem. Also, genau. Ja,
Das Danke auch nochmal so für diese Perspektiven. Das finde ich wirklich sehr spannend. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber ich habe noch eine. Wir könnten, glaube ich, sehr lange darüber sprechen, ganz tolle Themen. Aber eine Frage, die brennt mir persönlich auch nochmal so unter den Nägeln, ist, man hört immer so, wäre den Anfängen, okay, gut. Aber wir haben jetzt schon über die AfD, den Wahlerfolg da im thüringischen Sonnberg gesprochen, aber wann waren denn die Anfänge? Wo sind wir denn jetzt in dieser politischen Situation? Sollen wir die Koffer packen lieber? Also mir macht das Angst. Ja? Ich frage mich wirklich, was haben wir versäumt? Was müssen wir machen? Die Anfänge, das ist ja so ein Fall für einen infiniten Regress. Ja? Kann man immer weiter zurückgehen. Ich würde jetzt mal bis zum Nationalsozialismus der Vernichtung der europäischen Juden zurückgehen. Und ich habe es ja eingangs gesagt, dass das Institut für Sozialforschung wirklich sehr breite und tiefgehende, auch mit psychoanalytischem Wissen verbundene Studien gemacht hat, zur sozusagen mentalen Konstitution der dann westdeutschen Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die Anfänge liegen jetzt für die Bundesrepublik Deutschland sozusagen in der Frühgeschichte der Bundesrepublik Deutschland dann auch. Und dass es nie nicht nur eine politische Bildung auch so breit verstanden gegeben hat, die tatsächlich Grundsatzkonflikte auf die Tagesordnung setzt, sondern auch keine, die jetzt jenseits von einer politischen, offiziellen Erinnerungskultur und irgendwie Vergangenheitsbewältigungskultur wirklich, bitte? Ich würde die DDR dann nicht als Vorbild sehen. Naja, also da gibt es ja genug Studien über verorteten Antifaschismus und so weiter und so fort. Kann man auch viel zu sagen. Wir sind jetzt in Hessen. Ich denke, dass das jetzt gerade hier der historische Faden ist, den man spinnen sollte. Also wo sind die Anfänge? Die Anfänge sind auch bei einer systematischen Unterstützung jetzt aus der Mitte der Gesellschaft für entsprechende Denkweisen und Orientierungen. Also die CDU, CSU macht seit Jahrzehnten nichts anderes, als entsprechenden Haltungen und Einstellungen irgendwie das Feuer noch zu geben. Mhm. Das gilt, keine Ahnung, für Markus Söder in der Migrationskrise. Ja, und es gilt für Friedrich Merz, der jetzt Handlungsanleitungen gibt, AfD zu wählen, weil man damit den Grünen eins auswischen kann. Ja, also das ist eine komplexe Geschichte und die Anfänge liegen sicherlich weit, weit vor Sonneberg. Ja, wir sind ja immer froh, wenn der Zyklus mal wieder zurückgeht, wenn sich rechtsradikale Parteien und Gruppierungen zerlegen, aufgrund ihres internen Irrsinns, und dann ist es wieder gut. Und wir waren auch lange froh, wenn entsprechende Milieus CDU, CSU wählen und sozusagen nicht auftauchen als radikalisierte Milieus. Das ist auch die Verlogenheit und der Selbstbetrug dieser Gesellschaft, der damit dahinter steckt. Paola? Ich würde, glaube ich, daran anschließen, also den Blick auf die Kontinuitäten, also nach 1945 sowohl zu Antisemitismus als auch Rassismus und auch die Wahrnehmung davon und eben auch, weil du gesagt hast, das mit dem Koffer, sollen wir die Koffer packen und gehen, und das ist auch etwas, was Betroffene ganz oft schildern, also sowohl von Rassismus als auch von Antisemitismus, dass sie halt immer einen gepackten Koffer haben, und ich musste dann da automatisch auch daran denken, wie über den NSU beispielsweise berichtet wurde, in welche Richtung da jahrelang ermittelt wurde und eben in welche nicht. Und das nicht ernst genommen wurde, also dass Betroffenen nicht zugehört wird. Und ein großer Teil von Demokratie ist hier der Schutz auch von marginalisierten Gruppen und von allen eigentlich. Aber da, glaube ich, kann man so eine Kontinuität sehen, oder auch, wenn man sich Solingen anschaut und so. Also ich musste gerade irgendwie an meinen eigenen Vater denken, der damals in den 80er, Ende der 80er nach Deutschland kam aus Chile und auch gesagt hat, hier wird er nicht lange bleiben, und schnell wieder zurück nach Chile gegangen ist, als er es dann durfte und konnte, aus Gründen, also auch weil er eben auch in der Gesellschaft dann ankam, in der postnationalsozialistischen Gesellschaft, die eben
wo gerade sogenannte Asylunterkünfte brannten. Also so das. Also ja. Ich kann das nur bestätigen, auch als, aus betroffenen Perspektive. Mein Vater hat immer gesagt, du musst immer einen gepackten Koffer haben. Du musst wissen, wann du das Land verlassen musst. Ich fand es als Kind oder als junge Frau dann ein bisschen übertrieben. Aber manchmal, wirklich, also manchmal, es ist sehr subjektiv, was ich sage, denke ich, ja, vielleicht hat er nicht ganz so Unrecht gehabt. Man muss, also das ist schon schwierig, ja. Also ich glaube, dass das eine, was wirklich zählt, ist, dass wir aus der Vermeidungshaltung rauskommen. Ja. Also wir haben also NSU, du hast es gesagt, Paola, wo wir lange so getan haben und ich meine mit absurdesten Begründungen, dass das ja alles irgendwelche Mafia-Geschichten wären und Rivalitäten, bis es mal überhaupt sich ein Gedankenraum auftun konnte, in dem das tatsächlich rechtsextremistische Taten waren, und zwar Attentate. Ja. Das hat ja einfach gedauert, bis nur der Gedanke wieder möglich war. Und wir machen das mit ganz vielem, Antisemitismus im Kontext der Documenta 15, genau das Gleiche. Es hat einfach irrsinnig lange gedauert, bis man überhaupt diesen Gedankenraum öffnen konnte, dass das tatsächlich so sein könnte, dass es zu antisemitischen Vorfällen gekommen ist. Und aus da müssen wir raus. Wir müssen diese Dinge benennen und das gefällt den meisten immer nicht, wenn ich das dann sage, und wir müssen auch über sie streiten und verhandeln. Wir können nicht einfach sagen, oh mein Gott, wenn wir darüber streiten, dann normalisieren wir diese Dinge doch. Dann machen wir sie noch stärker. Aber wenn wir sie beschweigen, machen wir sie nicht schwächer. Sondern dann gelten sie erst recht als akzeptiert. Das heißt, wir müssen sie immer wieder bestreiten. Wir müssen dafür sorgen, dass am Ende sie zurückgewiesen werden. Das scheint mir das Einzige zu sein, was funktioniert, aber es ist ein extrem unbequemer Weg. Und ich wäre ja schon dankbar, wenn unsere politischen Repräsentantinnen und Repräsentanten, und ich sage, ich beschränke das überhaupt nicht auf eine Partei, wenn sie sich wieder eines Sprachgebrauchs bemühen würden, der nicht im Vokabular der Nationalsozialisten und der AfD sich bedient. Ja. Schon das wäre viel. Ja, Wolfgang. Ja, ich kann mich dem voll und ganz anschließen. Also die Anfänge sind tatsächlich schon ganz lange her, das brauche ich nicht zu wiederholen. Deswegen ist wichtig, da nochmal in die Zukunft zu gucken und die Sachen so anzusprechen, wie sie sind, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ne? Und nicht einfach nur von besorgten Bürgern und Bürgerinnen zu reden, ne? Sondern das sind teilweise rechtsradikale Arschlöcher und Ausländerfeinde, ne? Und ja. Das muss man so benennen, ne? Und Bernd Höcke ist ein Faschist, ne? Und das muss man deutlich so sagen. Und wenn die AfD gewählt wird, dann öffnet man die Tür in die Richtung. Und ich merke es ja im Bundestag, wie weiter das immer nach rechts rutscht. Und da sind ja alle möglichen Leute verloren gegangen, die jetzt nicht irgendwie links waren. Ne? Und jetzt sagen, ja, das, was da übrig geblieben ist, ist überhaupt nicht wählbar. Das hätte man aber wissen können, wenn man es vorher gewusst hätte. Und tatsächlich das, was im Moment bei Teilen der Union passiert, ist wirklich unsäglich. Ne? Also einfach Argumentationsmuster einfach eins zu eins zu übernehmen, in der Hoffnung, dadurch Wählerinnen wieder zurück zu kriegen. Und das Ergebnis ist immer, die AfD steigt in den Werten. Das ist ja was wir schon lange auch beobachten. Das heißt, die Auseinandersetzung muss man führen. Und natürlich muss man eine Diskussion einfach auch darüber haben, wie wertvoll eine vielfältige, bunte Gesellschaft ist, wie gut es ist, wenn Menschen zu uns wandern, dass es auch unsere moralische Verantwortung ist, Geflüchtete aufzunehmen, weil es ist unsere Fluchtursachen, die da sind. Ne? Klimawandel, ne? Stefan hat es ja gesagt, ne? Für die Klimazerstörung sind nicht die Menschen im globalen Süden verantwortlich, sondern sind wir. Für Waffenexporte sind wir verantwortlich. Insofern auch an den Kriegen teilweise mit verantwortlich. Wir haben eine Agrarpolitik, die dazu zu Verarmung führt im globalen Süden. Das heißt, wir haben eine moralische Verantwortung, aber es ist auch gut für unsere Gesellschaften, wenn wir bunt und vielfältig sind. Es ist ökonomisch gut, das zeigen alle Zahlen, aber und auch die Arbeitsmarktzahlen. Wir haben da gute Arbeitsmarktzahlen, wo viele Menschen mit Migrationshintergrund, aber es ist für die Gesellschaft einfach gut. Und die Auseinandersetzung muss man führen mit denen, die sagen, ja, es wäre alles gut, wenn es irgendwie einheitlich lauter Bio-Deutsche gibt. Die Realität zeigt, das ist nicht unbedingt die bessere Variante, sondern die bunte und vielfältige Gesellschaft. Und für die müssen wir dauernd und überall eintreten. Das ist ein zentraler Punkt. Ja. Ich habe schon das Zeichen bekommen, dass wir schon überzogen haben. Ich würde gerne mit euch viel länger und intensiver sprechen und sicherlich Sie auch hier mit den
Expertinnen. Wir haben ja anschließend die Gelegenheit, nochmal in privaten Gesprächen das zu machen. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte sozusagen jetzt kurz die Gelegenheit für drei Dinge kurz benutzen. Das erste ist auch von meiner Seite einen herzlichen Gruß und Dank an unser hervorragendes Publikum. Es wurde ja schon mehrfach angesprochen. Also ich bin sehr froh, dass alle offensichtlich zufrieden sind und dass die Begeisterung, das habe ich ja gerade in der Diskussion auch gemerkt, offensichtlich vorhanden ist und auch, dass der Lerneffekt heute Abend vorhanden ist. Also von daher auch nochmal herzlichen Dank von meiner Seite aus. Das andere, Mechthild hatte es schon gesagt, und wir wurden ja heute Abend als Böll-Stiftung und als Team auch das ein oder andere Mal durchaus lobend erwähnt, möchte aber dennoch sozusagen mit Robert Merton hier nochmal sagen, dass selbst bei dem, wo wir heute stehen, wir auf den Schultern von Riesen stehen. Und ich möchte insbesondere die beiden Personen, die Mechthild explizit genannt hat, auch nochmal erwähnen. Ohne sie wären wir auch nicht da, wo wir heute sind. Also meine beiden Vorgänger als Geschäftsführerin und Geschäftsführer, der Matthias Fechter und die liebe Margret Kranich, denen möchte ich beiden nochmal ganz herzlich danken. Denn darüber haben wir ja gerade auch in der Diskussion gesprochen, die Dinge haben eben nicht gestern begonnen, sondern eben vor 31 Jahren, wie wir ja heute Abend gelernt haben. Das Dritte ist, ich stehe hier sozusagen by default, weil Mechthild hat schon gesagt, eigentlich stünde jetzt hier Heinrich Bölls Sohn René. Jetzt nehme ich sozusagen in Mangel dessen Gestalt mich sozusagen jetzt hier präsentiere ich dafür. Er hat uns ein Grußwort geschickt, das möchte ich Ihnen kurz vorlesen. Leider konnte ich nicht nach Frankfurt kommen, um an der Feier zum 30-jährigen Jubiläum der Heinrich-Böll-Stiftung Hessen teilzunehmen. Mir ist wichtig, euch wissen zu lassen, dass wir, die Familie Heinrich Bölls, sehr stolz darauf sind, dass die Arbeit der Stiftung auch immer mit dem Namen Heinrich Böll verbunden ist. Vieles in seinen Werken mag jungen Lesern fremd und wie aus einer anderen Zeit erscheinen, und doch können seine Schriften und sein Wirken auch heute noch eine wichtige Inspirationsquelle sein. Für den Kampf um Freiheit, um Menschenrechte und den unermüdlichen Einsatz für Verfolgte, auch in anderen Ländern und auf anderen Kontinenten. Sehr wichtig ist für uns die Arbeit der Stiftung gegen Rechts, der Einsatz für Minderheiten und gegen Ausländerfeindlichkeit und last but not least das Studienwerk. Bekommen doch so Menschen, die sonst vielleicht nicht hätten studieren können, die Möglichkeit zu einem Studium. Für Heinrich Böll stand an erster Stelle die Würde des Menschen, auch die Freiheit der Kunst. So hielt er 1969 die programmatische Rede Ende der Bescheidenheit zur Gründung des Verbandes der Schriftsteller, war Präsident des nationalen und internationalen PEN. Freiheit der Kunst kann aber wie zuletzt auf der Documenta kein Freibrief für Antisemitismus, Rassismus und andere Formen der Diskriminierung sein. Es gibt wichtige Themen zu bearbeiten, unter anderem den brutalen Kolonialismus der Deutschen, viele Kunstwerke und vor allen Dingen die zahlreichen menschlichen Gebeine und andere Präparate, die einer vor allen Dingen rassistischen Forschung dienten sollten, müssen restituiert werden. Bei den Sammlungsbeständen muss überprüft werden, soweit das überhaupt möglich ist, wie sie in die Sammlung gelangten. Dies betrifft ja nicht nur historische Sammlungen, auch heute noch werden sehr viele Antiquitäten illegal importiert und hier und in anderen Ländern ohne große Probleme verkauft oder versteigert. Enden möchte ich mit einem meiner Lieblingszitate. Zitat Anfang: Ich habe nie, bis heute nicht begriffen, was an den besseren Leuten besser gewesen wäre oder hätte sein können. Zitat Ende aus Was soll aus dem Jungen bloß werden oder Irgendwas mit Büchern von 1981 rausgegeben.
Ich wünsche der Heinrich-Böll-Stiftung Hessen weiterhin eine so erfolgreiche Arbeit für die Familie Heinrich Böll, René Böll im Juni 2023. Ja, vielen Dank. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, zur szenischen Lesung aus Dr. Murks gesammelten Schweigen von Böll. Sehr interessant. Es ist aber zusammengeschnitten worden, wäre nämlich sonst ziemlich lang, und wird gelesen und ist auch montiert worden zusammen von Barbara Englert. Sie ist Schauspielerin, Regisseurin, Autorin und Mitglied der Böll-Stiftung. Also, Barbara. Also es geht ja in diesem Text sehr viel um Schnippel. Ich habe das ein bisschen gekürzt, aber ich habe die Worte in dem Buch gelassen. Dr. Murkes gesammeltes Schweigen. Jeden Morgen, wenn er das Funkhaus betreten hatte, unterzog sich Murke einer existenziellen Turnübung. Er sprang in den Paternosteraufzug, stieg aber nicht im zweiten Stock, wo sein Büro lag, aus, sondern ließ sich höher tragen, am dritten, am vierten, am fünften Stockwerk vorbei. Und jedes Mal befiel ihn Angst, wenn die Plattform der Aufzugskabine sich über den Flur des fünften Stockwerks hinweg erhob. Die Kabine sich knirschend in den Leerraum schob, wo geölte Ketten mit Fett beschmierte Stangen, ächzendes Eisenwerk die Kabine aus der Aufwärtsbewegung in die Abwärtsbewegung schob. Und Murke starrte voller Angst auf diese einzige unverputzte Stelle des Funkhauses, atmete auf, wenn die Kabine sich zurechtgerückt, die Schleuse passiert und sich wieder eingereiht hatte und langsam nach unten sank. Am fünften, am vierten, am dritten Stockwerk vorbei. Murke wusste, dass seine Angst unbegründet war. Selbstverständlich würde nie etwas passieren. Es konnte gar nichts passieren. Und wenn etwas passierte, würde er im schlimmsten Fall gerade oben sein, wenn der Aufzug zum Stillstand kam. Und er würde eine Stunde, höchstens zwei, dort oben eingesperrt sein. Er hatte immer ein Buch dabei und Zigaretten. Doch seit das Funkhaus stand, seit 3 Jahren, hatte der Aufzug noch nicht einmal versagt. Es kamen Tage, an denen er nachgesehen wurde, Tage, an denen Murke auf diese 4,5 Sekunden Angst verzichten musste. Und er war an diesen Tagen gereizt und unzufrieden, wie Leute, die kein Frühstück gehabt hatten. Er brauchte diese Angst, wie andere ihren Kaffee, ihren Haferbrei oder ihren Fruchtsaft brauchen. Nun hatte Murke seit 2 Tagen aus einem besonderen Grund auf sein Angstfrühstück verzichten müssen. Er hatte schon um 8 Uhr ins Funkhaus kommen, gleich in ein Studio rennen und mit der Arbeit beginnen müssen, weil er vom Intendanten den Auftrag erhalten hatte, die beiden Vorträge über das Wesen der Kunst, die der große Burma Lotke auf ein Band gesprochen hatte, den Anweisungen Burma Lotkes gemäß zu schneiden. Burma Lotke, der in der religiösen Begeisterung des Jahres 1945 konvertiert hatte, hatte plötzlich über Nacht, so sagte er, religiöse Bedenken bekommen, hatte sich plötzlich angeklagt gefühlt, an der religiösen Überlagerung des Rundfunks mitschuldig zu sein und war zu dem Entschluss gekommen, Gott, den er in seinen beiden halbstündigen Vorträgen über das Wesen der Kunst oft zitiert hatte, zu streichen und durch die Formulierung zu ersetzen, die mehr der Mentalität entsprach, zu der er sich vor 1945 bekannt hatte. Burma Lotke hatte dem Intendanten vorgeschlagen, das Wort Gott durch die Formulierung jenes höhere Wesen, das wir verehren, zu ersetzen. Hatte sich aber geweigert, die Vorträge neu zu sprechen, sondern darum gebeten, Gott aus den Vorträgen herauszuschneiden und jenes höhere Wesen, das wir verehren, hineinzukleben. Burma Lotke war mit dem Intendanten befreundet, aber nicht diese Freundschaft war die Ursache für das Intendanten-Entgegenkommen. Burma Lotke widersprach man einfach nicht.
Er hatte zahlreiche Bücher essayistische, philosophische, religiöse, kulturgeschichtlichen Inhalts geschrieben. Er saß in der Redaktion von 3 Zeitschriften und 2 Zeitungen. Er war Chefredakteur des größten Verlages. Er hatte sich bereit erklärt, am Mittwoch für eine Viertelstunde ins Funkhaus zu kommen und jenes höhere Wesen, das wir verehren, so oft auf Band zu sprechen, wie Gott in seinen Vorträgen vorkam. Das Übrige überließ er der technischen Intelligenz der Funkleute. Murke betrat lächelnd das Funkhaus, stieg in den Paternoster, ließ sich bis in den 6. Stock tragen, 4,5 Sekunden Angst, das Knirschen der Ketten, die unverputzte Stelle. Dann ließ er sich bis zum 4. Stock hinuntertragen, stieg aus und ging auf das Studio zu, wo er mit Burma Lottke verabredet war. Es war 9:58 Uhr. Als er sich in den grünen Sessel setzte, dem Techniker zuwinkte und sich eine Zigarette anzündete. Er atmete ruhig, nahm einen Zettel aus der Brusttasche und blickte auf die Uhr. Burma Lottke war pünktlich. Jedenfalls ging die Sage von seiner Pünktlichkeit. Und als der Sekundenzeiger die 60. Minute der 10. Stunde erfüllte, der Minutenzeiger auf die 12, der Sekundenzeiger auf die 10 rutschte, öffnete sich die Tür und Burma Lottke trat ein. Murke erhob sich, liebenswürdig lächelnd, ging auf Burma Lottke zu und stellte sich vor. Burma Lottke drückte ihm die Hand, lächelte und sagte, »Na, dann los!« Murke nahm den Zettel vom Tisch, steckte die Zigarette in den Mund und sagte vom Zettel ablesend zu Burma Lottke, »In den beiden Vorträgen kommt Gott genau 27 Mal vor.« Ich müsste Sie also bitten, 27 Mal das zu sprechen, was wir einkleben müssen. Wir wären Ihnen dankbar, wenn wir Sie bitten dürften, es 35 Mal zu sprechen, damit wir eine gewisse Reserve beim Kleben werden gebrauchen haben können. Genehmigt, sagte Burma Lottke. Eine Schwierigkeit allerdings ist folgende: Bei dem Wort Gott, so ist es jedenfalls in Ihrem Vortrag, wird abgesehen vom Genitiv der kasuale Bezug nicht deutlich. Bei jenem höheren Wesen, das wir verehren, aber muss er deutlich gemacht werden. Wir haben insgesamt nötig 10 Nominative, 5 Akkusative, 15 Mal also jenes höhere Wesen, das wir verehren, dann 7 Genitive, also jenes höheren Wesens, das wir verehren, 5 Dative, jenem höheren Wesen, das wir verehren. Es bleibt noch ein Vokativ, die Stelle, wo Sie O Gott sagen. Ich erlaube mir, Ihnen vorzuschlagen, dass wir es beim Vokativ belassen und Sie sprechen, O du höheres Wesen, das wir verehren. Burma Lottke hatte offensichtlich an diese Komplikation nicht gedacht. Er begann zu schwitzen. Die Kasualverschiebung machte ihm Kummer. Murke fuhr fort. Insgesamt werden wir für die 27 neu gesprochenen Sätze eine Sendeminute und 20 Sekunden benötigen, während das 27-malige Sprechen von Gott nur 20 Sekunden Sprechzeit erforderte. Wir müssen also zu Ungunsten Ihres Vortrags eine halbe Minute streichen. Burma Lottke schwitzte heftiger. Er verfluchte sich innerlich selbst seiner plötzlichen Bedenken wegen und fragte, »Geschnitten haben Sie ihn schon, wie?« »Ja«, sagte Murke, zog eine blecherne Zigarettenschachtel aus der Tasche, öffnete sie und hielt sie Burma Lottke hin. Es waren kurze, schwärzliche Tonbandschnipsel in der Schachtel und Murke sagte, 27 Mal Gott, von Ihnen gesprochen,
Wollen Sie sie haben? Nein, sagte Beaumalotke wütend, danke. Ich werde mit dem Intendanten wegen der beiden halben Minuten sprechen. Welche Sendungen folgen auf meine Vorträge? Morgen folgt Ihrem Vortrag die Routinesendung Internes aus KUV, eine Sendung, die Dr. Krem redigiert. Verflucht, Krem wird nicht mit sich reden lassen. Und übermorgen folgt Ihrem Vortrag die Sendung Wir schwingen das Tanzbein. Huglime, stöhnte Beaumalotke, noch nie hat die Abteilung für Unterhaltung eine an die Kultur auch nur eine Fünftelminute abgetreten. Nein, jedenfalls nicht, solange ich in diesem Hause arbeite. Schön, sagte Beaumalotke und blickte auf die Uhr. In 10 Minuten wird es wohl vorbei sein. Ich werde dann mit dem Intendanten wegen der Minute sprechen. Fangen wir an. Können Sie mir Ihren Zettel hier lassen? Aber gern. Ich habe die Zahlen genau im Kopf. Der Techniker legte die Zeitung aus der Hand, als Murke in die kleine Glaskanzel kam. Der Techniker lächelte. Murke und der Techniker hatten während der 6 Stunden am Montag, am Dienstag, als sie Beaumalotkes Vorträge abgehört und daran herumgeschnitten hatten, nicht ein einziges privates Wort miteinander gesprochen. Sie hatten sich nur hin und wieder angesehen, das ein oder andere Mal hatte der Techniker Murke, das andere Mal Murke dem Techniker die Zigarettenschachtel hingehalten, wenn sie eine Pause machte. Und als Murke jetzt den Techniker lächeln sah, dachte er, wenn es überhaupt Freundschaft auf dieser Welt gibt, dann ist dieser Mann mein Freund. Er legte die Blechschachteln mit den Schnipseln aus Beaumalotkes Vortrag auf den Tisch und sagte, jetzt geht's los. Er schaltete sich ins Studio und sagte ins Mikrofon, das Probesprechen können wir uns sicher sparen, Herr Professor. Am besten, wir fangen gleich an. Ich darf Sie bitten, mit den Nominativen zu beginnen. Beaumalotke nickte. Murke schaltete sich aus, drückte auf den Knopf, der drinnen im Studio das grüne Licht zum Leuchten brachte. Dann hörten sie Beaumalotkes feierliches, wohl akzentuierte Stimme sagen, jenes höhere Wesen, das wir verehren, jenes höhere Wesen. Beaumalotkes Lippen wölbten sich der Schnauze des Mikrofons zu, als ob er es küssen wollte. Schweiß lief über sein Gesicht und Murke beobachtete durch die Glaswand hindurch kaltblütig, wie Beaumalotke sich quälte. Dann schaltete er plötzlich Beaumalotke aus, brachte das ablaufende Band, das Beaumalotkes Worte aufnahm, zum Stillstand und weidete sich daran, Beaumalotke stumm wie ein Fisch, einen sehr schönen Fisch, hinter der Glaswand zu sehen. Er schaltete sich ein, sagte ruhig ins Mikrofon, es tut mir leid, aber unser Band war defekt und ich muss Sie bitten, noch einmal mit den Nominativen zu beginnen. Beaumalotke fluchte, aber es waren stumme Flüche, die nur er selbst hörte, denn Murke hatte ihn ausgeschaltet und schaltete ihn erst wieder ein, als er angefangen hatte, jenes höhere Wesen zu sagen. Murke war zu jung, hatte sich zu gebildet gefühlt, um das Wort Hass zu mögen. Hier aber hinter der Glaswand, während Beaumalotke seine Genitive sprach, wusste er plötzlich, was Hass ist. Er hasste diesen dicken, großen und schönen Menschen, dessen Bücher in 2.350.000 Kopien in Bibliotheken, Büchereien, Bücherschränken und Buchhandlungen herumlagen. Und er dachte nicht eine Sekunde daran, diesen Hass zu unterdrücken. Murke schaltete sich, nachdem Beaumalotke 2 Genitive gesprochen hatte, wieder ein. Verzeihung, dass ich Sie unterbreche, die Nominative waren ausgezeichnet. Auch der erste Genitiv.
Aber bitte vom zweiten Genitiv ab. Noch einmal, ein wenig weicher, ein wenig gelassener. Ich spiele es Ihnen einmal rein. Und er gab, obwohl Burma Lotke heftig den Kopf schüttelte, dem Techniker ein Zeichen, das Band ins Studio zu spielen. Sie sahen, dass Burma Lotke zusammenzuckte, noch heftiger schwitzte, sich dann die Ohren zuhielt, bis das Band durchgelaufen war. Er sagte etwas, fluchte, aber Murke und der Techniker hörten ihn nicht. Sie hatten ihn ausgeschaltet. Kalt wartete Murke, bis er von Burma Lotkes Lippen ablesen konnte, dass er wieder mit dem höheren Wesen begonnen hatte. Er schaltete Mikrofon und Band ein und Burma Lotke fing mit den Dativen an. Jenem höheren Wesen, das wir verehren. Nachdem er die Dative gesprochen hatte, knüllte er Murkes Zettel zusammen, erhob sich in Schweiß gebadet und zornig, wollte zur Tür gehen, aber Murkes sanfte Stimme rief ihn zurück. Herr Professor, Sie haben den Vokativ vergessen. Burma Lotke warf ihm einen hasserfüllten Blick zu und sprach ins Mikrofon: Oh, du höheres Wesen, das wir verehren! Als er hinausgehen wollte, rief ihn abermals Murkes Stimme zurück. Verzeihen Sie, Herr Professor, aber in dieser Weise gesprochen ist der Satz unbrauchbar. Ich meine, ich kann ihn natürlich in den Vortrag einkleben, aber ich erlaube mir, Sie darauf aufmerksam zu machen, Herr Professor, dass es nicht gut wirken wird. Burma Lotke drehte sich um, ging wieder zum Mikrofon zurück und sagte leise und feierlich: Oh, du höheres Wesen, das wir verehren. Ohne sich nach Murke umzusehen, verließ er das Studio. Murke sagte zum Techniker: Ich komme also um 11, dann schnippeln wir es auseinander und kleben es rein. Müssen wir es nachher noch abhören? Fragte der Techniker. Nein, sagte Murke, nicht um 1 Million Mark höre ich es noch einmal ab. Murke ging in die Kantine, bestellte einen Apfelsaft und als er den ersten Schluck nahm, zuckte er zusammen, als eine Stimme durch den Lautsprecher sagte: Herr Dr. Murke, wird im Studio 13 erwartet. Herr Dr. Murke wird im Studio 13 erwartet. Er blickte auf die Uhr, es war erst 10:30. Herr Dr. Murke wird im Studio 13 erwartet. Er legte das Geld für den Apfelsaft auf den Tisch und ging hinunter. Er öffnete die Tür zur Kanzel des Studios, sah den Techniker allein und ruhig vor 4 Pappkartons sitzen und fragte müde: Was ist denn los? Sie waren früher fertig, als Sie gedacht hatten, und wir haben eine halbe Stunde gewonnen. Ich dachte, es läge Ihnen vielleicht daran, die halbe Stunde auszunutzen. Da liegt mir allerdings was dran. Also fangen wir an. Was ist das mit den Kartons? Ich habe, sagte der Techniker, für jeden Kasus einen Karton. Die Akkusative im ersten, im zweiten die Genitive, im dritten die Dative und in dem da liegen die beiden Vokative. In der rechten Ecke der Gute, in der linken der Schlechte. Das ist großartig, sagte Murke. Sie haben den Dreck also schon auseinandergeschnitten. Ja, sagte der Techniker. Und wenn Sie sich die Reihenfolge notiert haben, in der die Fälle eingeklebt werden müssen, sind wir spätestens in 1 Stunde fertig. Haben Sie es notiert? Hab ich, sagte Murke. Er zog einen Zettel aus der Tasche, auf dem Ziffern von 1 bis 27 notiert waren. Hinter jeder Ziffer stand ein Kasus. Murke setzte sich hin, hielt dem Techniker die Zigarettenschachtel hin. Sie rauchten beide, während der Techniker die zerschnittenen Bänder von Burma Lotkes Vorträgen auf die Rolle legte. In den ersten Schnitt, sagte Murke, müssen wir einen Akkusativ einkleben. Der Techniker griff in den ersten Karton, nahm einen Schnipsel, klebte ihn in die Lücke. In den zweiten sagte Murke ein Dativ. Sie arbeiteten flink und Murke war erleichtert, weil es so schnell ging. Jetzt, sagte er, kommt der Vokativ. Natürlich nehmen wir den Schlechten.
Der Techniker lachte und klebte Bormalotkes schlechten Vokativ in das Band. Der Intendant griff zum Hörerbrief. In diesem Augenblick trat Bormalotke ein. Er durfte sich die Freiheit nehmen, jederzeit unangemeldet hereinzukommen, und er nahm sich diese Freiheit häufig. Er schwitzte noch und setzte sich müde auf einen Stuhl dem Intendanten gegenüber. »Guten Morgen.« »Guten Morgen«, sagte der Intendant und schob den Hörerbrief beiseite. »Was kann ich für Sie tun?« »Bitte, schenken Sie mir eine Minute.« »Bormalotke«, sagte der Intendant und machte eine großartige Bewegung. »Braucht mich nicht um eine Minute zu bitten. Stunden, Tage stehen zu Ihrer Verfügung.« »Nein«, sagte Bormalotke, »es handelt sich nicht um eine gewöhnliche Zeitminute, sondern um eine Sendeminute. Mein Vortrag ist durch die Änderung um eine Minute länger geworden.« Der Intendant wurde ernst. »Hoffentlich ist es nicht eine politische Minute.« »Nein, eine halbe lokale und eine halbe Unterhaltungsminute.« »Gott sei Dank«, sagte der Intendant, »ich habe bei der Unterhaltung noch 69 Sekunden, bei den Lokalen noch 83 Sekunden gut. Gerne gebe ich einem Bormalotke eine Minute.« »Sie beschämen mich«, sagte Bormalotke. »Was kann ich sonst noch für Sie tun?«, fragte der Intendant. »Ich wäre Ihnen dankbar, wenn wir bei Gelegenheit daran denken könnten, alle Bänder zu korrigieren, die ich seit 1945 besprochen habe.« »Eines Tages«, sagte er, erfuhr sich über die Stirn, »eines Tages werde ich«, er stockte, denn die Mitteilung, die er dem Intendanten zu machen hatte, war zu schmerzlich für die Nachwelt. »Eines Tages werde ich sterben, werde ich.« Und er machte eine Pause und gab dem Intendanten die Gelegenheit, bestürzt auszusehen und abwehrend mit der Hand zu winken. »Und es ist mir unerträglich, daran zu denken, dass nach meinem Tode möglicherweise Bände ablaufen, auf denen ich Dinge sage, von denen ich nicht mehr überzeugt war. Die Korrekturen meines geschriebenen Werkes laufen bereits an. Ich möchte Sie bitten, mir bald die Gelegenheit zu geben, auch mein gesprochenes Werk zu korrigieren.« Der Intendant schwieg, hüstelte nur leicht und kleine, sehr helle Schweißtropfen zeigten sich auf seiner Stirn. Es fiel ihm ein, dass Bormalotke seit 1945 jeden Monat mindestens eine Stunde gesprochen hatte. Und er rechnete flink, während Bormalotke weitersprach, 12 Stunden mal 10 waren 120 Stunden gesprochenen Bormalotkes. Der Gedanke, dass Vorträge von mir gesendet werden können, von denen ich nicht mehr überzeugt war, als ich das Zeitliche segnete, der Gedanke ist mir unerträglich. Welche Lösungen würden Sie vorschlagen? Die Schweißtropfen auf der Stirn des Intendanten waren größer geworden. »Es müsste erst einmal eine genaue Aufstellung aller von Ihnen gesprochenen Sendungen gemacht und dann im Archiv nachgesehen werden, ob diese Bänder noch alle dort sind.« »Ich hoffe, dass man keins der Bänder gelöscht hat, ohne mich zu verständigen. Man hat mich nicht verständigt, also hat man kein Band gelöscht.« »Ich werde alles veranlassen«, sagte der Intendant. »Ich bitte darum.« »Guten Morgen.« »Guten Morgen«, sagte der Intendant und geleitete Bormalotke zur Tür. Punkt 12 war Murke mit dem Kleben fertig. Sie hatten den letzten Schnipsel eines Dativs gerade eingeklebt, als Murke aufstand. Er hatte schon die Türklinke in der Hand, da sagte der Techniker: »Was machen wir mit der Dose?« Er zeigte auf die Zigarettenschachtel, die oben im Regal zwischen den Kartons mit den neuen Bändern stand. »Lassen Sie sie stehen«, sagte Murke. »Wozu?«
Vielleicht brauchen wir sie noch. Halten Sie es für möglich, dass er wieder Gewissensqualen bekommt? Nicht unmöglich, sagte Murke. Warten wir es besser ab. Auf Wiedersehen. Er ging zum vordersten Paternoster, ließ sich zum zweiten Stockwerk hinuntertragen und betrat erstmals an diesem Tag sein Büro. Die Sekretärin war zum Essen gegangen. Murkes Chef Humkocke saß am Telefon und las in einem Buch. Er lächelte Murke zu, stand auf und sagte, »Na, Sie leben ja noch. Ist der Kram fertig? Haben Sie ihn noch mal abgehört?« »Ich habe alles fertig«, sagte Murke, »aber abhören kann ich die Vorträge nicht mehr. Ich kann es einfach nicht.« »Ich kann es einfach nicht« ist eine sehr kindliche Redewendung, sagte Humkocke. »Wenn ich das Wort Kunst heute noch einmal hören muss, werde ich hysterisch«, sagte Murke. »Sie sind es schon«, sagte Humkocke. »Und ich billige Ihnen sogar zu, dass Sie einen Grund haben, es zu sein. 3 Stunden Burmalotke, das schmeißt den stärksten Mann um. Und Sie sind nicht einmal ein starker Mann.« »Als ich in Ihrem Alter war, hatte ich einmal eine 4-stündige Hitlerrede, um 3 Minuten zu schneiden. Und ich musste mir die Rede 3-mal anhören, ehe ich würdig war, vorzuschlagen, welche 3 Minuten herausgeschnitten werden sollten. Als ich anfing, das Band zum 1. Mal zu hören, war ich ein Nazi. Aber als ich die Rede zum 3. Mal durch hatte, war ich kein Nazi mehr. Es war eine harte, eine schreckliche, aber eine sehr wirksame Kur.« »Sie vergessen«, sagte Murke, »dass ich von Burmalotke schon geheilt war, bevor ich seine Bänder hören musste.« »Gehen Sie«, sagte er. »Der Intendant hört sich die Sachen dann um 2 an. Sie müssen nur erreichbar sein, falls was passiert.« »Von 2 bis 3 bin ich zu Hause«, sagte Murke. »Noch was«, sagte Humkocke und zog eine gelbe Keksdose aus dem Regal, das neben Murkes Schreibtisch stand. »Was für Bandschnipsel haben Sie denn da in der Dose?« Murke wurde rot. »Es sind... Ich sammle eine bestimmte Art von Resten.« »Welche Art Reste?« fragte Humkocke. »Schweigen. Ich sammle Schweigen. Wenn ich die Bänder geschnitten habe, wo die Sprechenden manchmal eine Pause gemacht haben, auch Seufzer, Atemzüge, absolutes Schweigen, das werfe ich nicht in den Abfallkorb, sondern das sammle ich. Burmalotkes Bänder übrigens ergaben nicht 1 Sekunde Schweigen.« Humkocke lachte. »Und was machen Sie mit den Schnipseln?« »Ich klebe sie aneinander und spiele mir das Band vor, wenn ich abends zu Hause bin. Es ist noch nicht viel. Ich habe erst 3 Minuten. Aber es wird ja auch nicht sehr viel geschwiegen.« »Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass es verboten ist, Teile von Bändern mit nach Hause zu nehmen.« »Auch Schweigen?« fragte Murke. Humkocke lachte und sagte, »Nun gehen Sie.« Und Murke ging. Als der Intendant wenige Minuten nach 2 in sein Büro kam, war der Burmalotke-Vortrag oben angelaufen. »Und wo immer, wie immer, warum immer und wann immer wir das Gespräch über das Wesen der Kunst beginnen, müssen wir zuerst auf jenes höhere Wesen, das wir verehren, blicken, müssen uns in Ehrfurcht vor jenem höheren Wesen, das wir verehren, beugen und müssen die Kunst dankbar als ein Geschenk jenes höhere Wesen, das wir verehren, entgegennehmen. Die Kunst«, nein, dachte der Intendant, das kann ich wirklich keinen Menschen zumuten. 120 Stunden Burmalotke abzuhören, nein, dachte er, es gibt Dinge, die man einfach nicht machen kann, die ich nicht einmal Murke gönne.
Um diese Zeit hatte der Hilfsregisseur der Hörspielabteilung das Kurzhörspiel, das am Abend laufen sollte, noch einmal abgehört. Er fand es gut. Nur der Schluss hatte ihn nicht befriedigt. Er saß in der Kanzel des Studios, 13 neben dem Techniker, kaute an einem Streichholz und studierte das Manuskript. Akustik in einer großen leeren Kirche, Atheist, Artist, Atheist, spricht laut und klar. Wer denkt noch an mich, wenn ich der Würmer Raub geworden bin? Schweigen. Atheist, um eine Nuance lauter sprechend. Wer wartet auf mich, wenn ich wieder zu Staub geworden bin? Also es waren 12 solcher Fragen, ich lese sie jetzt nicht alle vor, die der Atheist in die Kirche hineinschrie und hinter jeder Frage stand Schweigen. Der Hilfsregisseur nahm das durchgekaute Streichholz aus dem Mund, steckte ein frisches in den Mund und sah den Techniker fragend an. Ja, sagte der Techniker, wenn Sie mich fragen, ich finde, es ist ein bisschen viel Schweigen drin. Ja, das finde ich auch, sagte der Hilfsregisseur, sogar der Autor findet es und hat mich ermächtigt, es zu ändern. Es soll einfach eine Stimme sagen, Gott. Aber es müsste eine Stimme ohne die Akustik der Kirche sein. Aber sagen Sie mir, wo kriege ich jetzt die Stimme her? Der Techniker lächelte, griff nach der Zigarettendose, die immer noch oben im Regal stand. Hier, sagte er, hier ist eine Stimme, die in einem akustikfreien Raum Gott sagt. Der Hilfsregisseur schluckte vor Überraschung das Streichholz hinunter, würgte ein wenig und hatte es wieder vorne im Mund. Wir haben es aus einem Vortrag herausgeschnitten. 27 Mal. Na, so oft brauche ich es gar nicht, ich brauche es nur 12 Mal. Es ist einfach, sagte der Techniker. Das Schweigen rausschneiden und 12 Mal Gott reinkleben. Sie sind ein Engel, sagte der Hilfsregisseur. Der Techniker lächelte, denn er freute sich auf die Schnipsel Schweigen, die er Murke würde schenken können. Es war viel Schweigen, im Ganzen fast eine Minute. So viel Schweigen hatte er Murke noch nie schenken können. Und er mochte den jungen Mann. Thank you.